Die besten Dinger haut er mal weg. Ja, die besten Dinger. Ich habe doch gefragt, sind wir soweit? Ja, und deswegen habe ich schon Hallo gesagt. Ja, aber sind wir soweit, impliziert er noch nicht, dass er schon Hallo! Hallo! Hallöchen! Sind wir denn soweit? Laufen wir denn? Darf ich schon mal das siebte Mal Hallo sagen? Ja, wir laufen, du darfst das siebte Mal Hallo sagen. Ich soll vorher noch sagen, es gibt noch eine andere Podcast-App. Hallo, liebe Nüsschen. Hallo. Hallo. Ich darf jetzt Hallo sagen. Ja, sag Hallo. Ja, hallo, liebe Nüsschen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von... Fürnüsse! Mit... Direkt aus dem Freiluftstudio mit Klaus, das bin ich, und Dirk. Ja, herzlich willkommen. Ich sollte vorher sagen, es gibt für Android noch eine andere App, über die wohl viele Leute ihre Podcasts hören, namens... Halt dich fest! Stitcher oder Grindr, eins von beiden. Also ladet euch sicherheitshalber beides runter. Ja, auf Grindr findet ihr mich unter Dirk 2000. War Dirk 1 bis 1999 schon vergeben? Das klingt unseriös. Ja. Das ist halt wie diese Badmintonhalle, die heißt ja auch irgendwie Squash 2000 ja. Oder so. Ja, aber das ist... Ist es nicht gleich mit einer Schießdings im Keller oder so? Das weiß ich nicht. Aber es hat den Moment überwunden, wo es scheiße war, und jetzt ist es schon wieder cool, wenn es noch Squash 2000 heißt. Ja, also ich mag ja sowas. Ich mag ja so eine Titel mit 2000 dran, das kriegt mich immer. Ja. Irgendwas, was man auch nicht mehr so erreicht, sowas wie 5000, finde ich auch super. Beim Hochschulsport gab es unten so eine Kegelanlage mit dem Kegelmatic 2000. Das wäre meins. Zum automatischen Kegelzählen und wieder aufstellen automatisiert. Oh, fantastisch. Ich hätte mich daneben gestellt fotografieren lassen. Ja, auch so ein Display mit so kleinen Glühlampen drin. Oh. Großartig. Die Ostsee ist mittlerweile, habe ich gerade gehört, 23 oder 24 Grad warm an der Oberfläche, also erst ein Meter oder so. Alter Finne. Und normalerweise ist die jetzt bei den Temperaturen 15 Grad warm oder so. Ja. Ja, geil. Also, wenn ihr uns gerade in Warnemünde hört, dann... Ja. Ah, hat er auch so ein Schwitzen? Ja. Alter Finne, ey. Ja. Ja. Das Gute ist, ich habe das Gefühl, dieser Popschutz halt irgendwie beheizt ist, weil man ja ein bisschen eigenen Atem immer mitkriegt und das halt einfach eklig war. Ich dachte, weil du meintest, das Kondensatormikrofon strahlt so eine gewisse Arbeitswärme ja, ab. Ja, es kriegt mittlerweile Doppeldeutigkeit, ne? Mhm. Wenn das Kondensat runterläuft. Schmiert er sich jetzt schon wieder für die neue Folge ein? Ja, ich nutze mal ganz kurz die Chance, dass ich jetzt längere Zeit meine Hände nicht benutzen muss. Und schmier mir dick Handcreme auf die Hände. Ist das dann so lustig? Onanieren? Ah, wichsen. Nee, bei dem wichsen. Sich einen von der Palme schütteln. Da müsste man auch mal so eine Folge machen. Die schönsten Begriffe. Weil wichsen finde ich ziemlich eklig, muss ich sagen. Wichsen ist... echt nicht schön, ja. Ja, das ist so das Pendant zu ficken. Aber Wichser ist ja auch einfach eine Beleidigung. Ja, also ich glaube, das zusammen mit der Assoziation, also du würdest ja nie jemanden rufen, ey, du Masturbator! Ja, das stimmt. Oder wie Olli Schulz immer sagt, trubieren. Ich weiß nicht, wo er das hört. Vielleicht hat er früher in der Mastronomie gearbeitet. Ich wollte ein paar Sachen sagen, aber es ist alles krass. Ich hab was. Vielleicht, du warst ja gestern Abend was trinken. Wie lange warst du denn unterwegs? Nee, war ich nicht. Warst du nicht? Ach, nee, ein hat, Glück. Er hat ich dachte gesagt, schon, wir können den Podcast hier gleich beenden. Weil du bist ja Klingelstreichen nicht abgeneigt. Ja. Und gestern klingelte um 2:30 jemand bei mir. Ach so, das hätte ich aber auch nicht gemacht. Das wäre also. Mit genug Bier drin. Findet man es ja vielleicht. Beziehungsweise lustig. Ich mache Klingelstreiche? Ja. Ja. Naja, und... Dirk hat noch nie... Du weißt ja, wie meine Klingel klingt. Und die hat mich gerade in so einer Schlafphase erwischt, dass ich aufgesprungen bin. Fuck. Und wirklich, was ist hier los? Und halt richtig mit so einem Adrenalinschub hoch. Und ich dachte schon, jetzt. Also wie man sich ja manchmal, man redet sich ja in die wirrsten Sachen rein, nachdem man gerade aufgestanden ist. Ja. Und ich war da an dem Moment, jetzt, das ist der Test. Die wollen testen, ob man zu Hause ist zum Einbrechen. Und das war der erste Gedanke, den ich hatte. Echt? Und ich bin schon in meinem Büro zum Schwert gerannt. Habe ich also gehört. Weil du bist in deinem Büro zum was gerannt? Zum Schwert. Also Degen. Jedenfalls. Das muss man sich nochmal anhören, zurückspulen und jedenfalls. Ich bin in mein Büro zum Schwert gerannt. Er zum Degen. Okay, Entschuldigung, habe ich falsch formuliert. Ich bin in mein Büro zu meinem Degen gerannt. Ja, sicher doch. Ich bin zur Toilette zu meinem G36. Das, oder was? Das ist ja wohl dir. Das liegt bei mir unterm Bett. Und dann habe ich gehört, dass jemand durch den Innenhof ist und dann dachte ich, ach, einfach wahrscheinlich nur verklingelt irgendwie, besoffen.
Auf jeden Fall konnte ich so 1,5 bis 2 Stunden nicht mehr schlafen. Aber das war natürlich ätzend für die Nacht. Also ich muss mich dafür nicht entschuldigen, weil ich war es nicht. Okay, gut. Naja, gut, naja, dann wäre das ja geklärt. Dann ich habe letztens auch eine lustige Klingelerfahrung gemacht. Man kriegt ja meist, wenn man zu Hause ist und DHL klingelt, ist man auf dem Klo. Und das ja, habe ich mache gerade eine bestätigende Geste für alle, die es nicht gehört haben. Doch, die wie? Hat man gehört. Unglaublich. Also man hat echt das Gefühl, dass sie es riechen, dass sie im Innenhof sagen, jetzt wirkt es, jetzt und jetzt klingelt ich. Und ich dachte, nein, nein, weil ich habe wirklich was erwartet. Und dann habe ich halt irgendwie... Was, Klopapier? Dann habe ich, nein, 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 ich habe einen Happy Po. Ah, das muss man googeln. Dann habe ich mich googelt so bitte, gebt Happy Po ein bei Google. Ja, das ist ein wundervolles Produkt. Dann habe ich mich beeilt wie Sau. Klassiker. Und dann halt irgendwie, nichts. Dann geht die Geschichte aber noch weiter, dass ich, ich habe meine Wohnungstür, wenn ich zu Hause bin, in letzter Zeit eigentlich immer auf. So, weil es halt einfach so heiß ist. Alle Fenster sind auf, Wohnungstür ist auf. Und über mir wohnt zwar jemand, aber der Zugang ist nicht durch meinem, sondern ein anderes Treppenhaus. Deswegen, wenn jemand da hochgeht im Treppenhaus, dann bin ich die letzte Station, deswegen lasse ich es auf, weil, dann höre ich halt irgendwie, da geht jemand Treppe hoch, kommt zu mir und ich stehe halt da nur irgendwie oben ohne in Trainingshose oder sowas, hab mir auch schnell mein Handy geschnappt, als ob ich es so tun wollte, so von dem, oh, bin gerade beschäftigt, was ist denn, dann rennt ein, ich vermute DHL-Mitarbeiter, weil die ja nicht immer in Uniform sind, hat halt einfach nur ein Päckchen, guckte so kurz komisch schräg rein und ging dann super schnell die Treppe weiter hoch, nahm immer so 2 Treppenstufen und machte, hey, ich so, hallo, und mach schon diesen Fingerzeig von wegen, da oben ist nichts mehr. Dann dachte ich, der wäre für mich, ich bleib einfach an der Tür stehen, er merkt, oben ist nichts mehr und kommt noch schneller runter, als er hochgerannt ist und nur an mir vorbei guckt. Und das war's. Und ich dachte, was für eine Begegnung. Also er hätte wenigstens fragen können, sind Sie oder bin ich richtig hier im sonst was Flügel? Und dachte ich, aber was für eine geile Begegnung. Wenn du einfach da stehst, bist da so sehr privat, oben ohne und jemand guckt in deine Wohnung rein das und klingt vorbei. Das klingt so nach den Amazon-Mitarbeitern. Also die Amazon hat ja eigene Lieferleute. Ja, ja. Die, also Amazon die Logistics. So, genau, von der Verplantheit her. Ich, bei mir war eine Nachbarin an der Tür, die ein Paket angenommen hatte. Die kam mir gerade aus dem Urlaub wieder, deswegen hat sie mir das vorbeigebracht, weil das jetzt schon eine Weile bei ihr lag. Und ich natürlich auch einfach, wie man mit dem Wetter rumläuft, zu Hause ohne Hose. Und dann habe ich mir erstmal die erste Hose, die irgendwie auf dem Weg zur Tür lag, angezogen. Als das kenne ich auch, so eine unpassende, dann, zu warm oder zu. Ja, ich hatte dann eine Jeans mit Gürtel und dann steht. Und dann steht sie natürlich direkt vor der Tür, ich auf der anderen Seite, und hörst du halt, wie ich mir die Hose überziehe und Klingeling den Reißverschluss, den Knopf und den Gürtel zumache. Und was hat sie abgeholt? Ein Päckchen oder was? Nee, sie hat ein Paket vorbeigebracht, was sie vor dem Urlaub angenommen hat. Für dich? Genau. Wieso hast du es nicht bei Ich hatte ihr? Keine Benachrichtigung. Cool. Das war das, was ohne Benachrichtigung kam, jetzt hatte ich das... ich muss eine Story muss noch reinhauen, weil es passt gerade so gut. Ich habe letztens was bei Prime gestellt für meine Freundin. Dann habe ich halt irgendwie gefragt, schon angekommen? Sie meint, nee, ja, ich dachte, in der App steht, dass es schon da ist. Also es ist abholbereit, das klingt ja schon nach Problem. DHL war das. Dann habe ich das mal im DHL-Tracker geguckt, war in einer nahen Packstation. Dachte ich, ja cool, muss man ja wahrscheinlich irgendwie Code oder irgendwas haben, weil die Packstation bin ich einmal im Jahr. Dann habe ich bei Amazon angerufen, da hat Amazon gesagt, ja, das ist in der Packstation. Ich sage, ja, das habe ich schon rausgekriegt. Ja. Aber ich habe keine Abholkarte, beziehungsweise meine Freundin. Ja, ich rufe doch mal bei DHL an. Dann haben sie zurückgerufen und gesagt, ja, das können wir Ihnen nicht telefonisch durchgeben wegen Datenschutz. Das ist nämlich eine PIN und die müssen sich dann bei DHL selber abholen. Ich sehe, ich habe das schon mal gemacht und das war eine Karte. Mhm. Die habe ich da irgendwie auf so einen Sensor gehalten. Ja, so, ja nee, da klassischer ist... Klassischer Barcode-Leser. Ja. Genau. Und dann habe ich halt mal im Netz gegoogelt und dann stand da halt irgendwie, dass DHL versucht, dich jetzt ein bisschen mehr zu kontrollieren, indem sie halt dir so eine
Gold-Card verpimmeln wollen, die halt kostenlos ist. Ja. Aber mit der Gold-Card und einer zugewiesenen M-TAN kannst du dann an jeder Packstation halt das rausholen. Ja. Außer du hast, wie ein normaler Mensch, halt deine Abholkarte. Ja. Dann haben wir das über DHL irgendwie probiert. Da habe ich halt dann keinen richtig erreichen können, beziehungsweise hieß es dann von mir, ja, sie brauchen eine M-TAN. Da dachte ich, ich brauche eine Abholkarte. Ja, ne, wo wissen Sie denn, dass es dann zu Hause ist? Ja, das habe ich selber getrackt da bei Ihrem Tracker im Netz. Ja, das ist ja komisch. Aber konnte halt in dem Moment nicht helfen. Dann habe ich warten sollen, zwei Werktage, weil es war ein Wochenende dazwischen, ob dann nicht... Ich hoffe, es waren Meerschweinchen. Fast. Ob denn nicht halt ein DHL-Mann am Montag denn kommen würde und dann, weil die ja auch manchmal sagen, ich habe es da abgegeben, die Karte schmeiße ich aber erst übermorgen rein. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Du denkst, was ist denn da los? Ja. Nee, die Karte schicken wir dann mit der Post. Ja. Das ist dann halt auch nicht passiert. Dann habe ich wieder Amazon angerufen. Mhm. Du hast ja immer einen anderen Mitarbeiter und die haben nicht deinen Status. Ich chatte nur mit denen, ich rede mit niemandem. Okay, persönlich. Das hätte ich wahrscheinlich auch machen müssen. Das Schwierige ist, danach sollst du ja immer bewerten. Und ist ja vollkommen okay, dass halt alle möglichen Menschen da halt arbeiten, die müssen oder wollen. Aber wenn du am Telefon arbeitest, dann ist es so wichtig, auch bei schlechtem Empfang oder sowas, dass du echt deutlich Hochdeutsch und sowas. Und das war halt leider eine Mischung von allem. So, und ich habe die ganz schlecht verstanden, die Dame, weil die hat halt irgendwie einen nicht inländischen, also ich meine, das hätte ja auch hat bayerisch oder hat sächsisch sein können, das hätte ich auch nicht verstanden. Jedenfalls habe ich die ganz schlecht verstanden. Und dann hat sie mich falsch verstanden und dann hat sie gesagt, ja, gucke mal, und dann hat sie irgendwann gemeint, ist in der Abholstation. Ich weiß, dass es in der Abholstation ist. Ich brauche eine Karte. Ja, haben Sie keine Karte? Nein, habe ich nicht. Ja, ich rufe mal DHL an. Nein, nein, nicht ab. Und dann waren die halt weg. Dann hat sie mich irgendwann wieder zurückgerufen. Meinte, sind Sie noch dran? Ja. Ja, DHL hat gesagt, ich kann Ihnen das nicht sagen wegen Datenschutz. Sie müssen bei DHL selber anrufen. So Gott. Und dann habe ich halt im Netz gegoogelt, dass es halt auch so einen Facebook-DHL-Chat gibt. Ja. Den haben wir dann ausprobiert. Und der Typ meinte dann, also hat dann meine Freundin jemand erreicht. Und der meinte dann von wegen, ja, also... Dann muss ich das jetzt retour machen, wenn Sie das wollen. Und dann holt das Paket ein DHL-Mitarbeiter aus der Packstation und wird es für Sie in einen DHL-Shop hinterlegen. Und ich, warum bringt das nicht nach Hause? Ja, nee, das muss ja dann halt gesichert sein. Es ist auch gesichert, wenn es zu mir nach Hause kommt. Oder ich brauche auf jeden Fall eine Abholkarte. Ja, Sie haben jetzt schon mehrfach bewiesen, dass Sie nicht vertrauenswürdig sind mit Ihren Phishing-Versuchen. Genau. Dann gestern... meinte meine Freundin, ich habe die Abholkarte. Ich, geiler Scheiß, du kannst es endlich machen. Ja. Dann habe ich bei Amazon in der App geschaut, was mit der Bestellung ist, ob das jetzt aktualisierter Start, ob die jetzt irgendwie woanders liegt oder sowas. Dann stand es von wegen, wurde heute persönlich an übergeben. Mhm. Dachte ich so, was? Die hat die Abholkarte gekriegt. Auch nicht persönlich, aber die hat die Abholkarte, nicht das Paket gekriegt. Naja, jedenfalls ist sie dann halt zur Abholstation, hat dann halt einfach nur den Barcode von der Abholkarte eingelegt. Dann hat sie das Paket rausgezogen. Das Paket war halb zerrissen. Kein Mensch weiß, ob da irgendwie ein Biber mit in dem Abholfach drin war oder sowas. Auf jeden Fall geiles, großes Loch. Und dann habe ich halt irgendwie Amazon, also hat sie auch Fotos gemacht, Amazon lange Nachricht geschrieben, dass er halt einfach nur von vorne bis hinten scheiße ist. Sie haben ja selber keine Schuld, aber dass sie halt mal so wissen, was ihre einzelnen, weiß nicht, Service, na, wie heißt es, Paketbotendienste, Lieferdienste, diese, die halt nutzen, halt manchmal für einen Scheiß machen. Beziehungsweise kannst du es ja heutzutage bei Paketen, die getrackt werden, ganz klar einsehen, wer dahinter war. So. Ja. Und da habe ich gedacht, einfach nur mal den Fresi da halt irgendwie anhauen und sagen, Alter, du warst da. Das Geile ist ja überhaupt der Anfang des Ganzen. Sie war zur Zeit, als der Typ, versucht hat zu erreichen, zu Hause, weil sie den ganzen Tag zu Hause war. Und dann hat er das erstmal nicht gemeint, nicht klingelt. Der war auch gar nicht, also da haben ein paar Pakete in einem Haushalt irgendwie gefehlt. Der war generell, hat er keinen Bock gehabt, es war zu warm. So, aber Alter, was für ein Stress. Und das Ding war halt jetzt irgendwie über eine Woche in der Packstation, wo du dann auch kribbelig wirst, weil du denkst, naja, da kann DHL einfach hinfahren, sagen, wir räumen das wieder ein, sagen, jetzt haben sie die Karte, sie macht die Tür auf, ist leer oder sowas. Das kann ja auch sein. Aber da habe ich gedacht, oh Gott. Und das Geile ist, du kannst halt, also ich wird niemand belangt. Das ist halt von wegen, ja, viel Spaß, dumm gelaufen, selber schon. Ja. Ist keine spannende Geschichte, aber es hat mich aufgeregt. Ist, ich meine, jeder kennt es ja. Also ich meine, das war ja mit meinem Paket auch so. Ich hatte die Abholkarte nicht bekommen, ich habe nur gesehen, ist zugestellt worden, was mich natürlich auch überrascht hat, weil ich auch zu Hause war an dem Tag. Stand auch nur, ist zugestellt worden und nicht bei wem. Genau, genau. Super. Und was ja auch, ich glaube, bei DPD geben sie es dann meistens an in der Mail, wo das genau ist. DPD macht es ja gern bei deinem Nachbarn im anderen Stadtteil. Ja, stimmt. Ja, doch. So, holst also, bei deinem... Da hatte ich auch schon die wildesten Geschichten. Optika in Kreuzberg ab oder so. Ja, irgendwie, was? Björn war mal im Urlaub und habe ich ein Paket für ihn abgeholt in Hohenschönhausen.
Ja, das ist Klaus Nachbar. Und wo ich auch, ja, genau, wo ich auch zweimal hin musste, weil das erste Mal haben sie das Paket nicht gefunden auf ihrem Pakethaufen. Also das war so eine Ludolfs-Außenstelle. Wissen Sie, wie groß das Paket ist? Nein, aber da steht der Name drauf, den ich hier auf der Karte habe. Ja, aber wenn Sie uns sagen würden, wie, vielleicht ist es auch ein tragendes Paket, was wir jetzt nicht rausnehmen können. Das kann ja nämlich auch sein. Denn diese Abholstation ist aus Paketen gebaut. Ja. Und wenn wir ihr es jetzt ziehen, wäre ja, schlecht, so Kollege. So ist es bei den Plattenbauten. Oh Mann, ey. Also ich, ja. Naja. Ja, jetzt mal zum Hauptthema. Zum Hauptthema der Show. Wir stellen uns ja immer gegenseitig Fragen oder wir stellen eine Frage in den Raum und die antworten wir beide für Leute, die zum ersten Mal zuhören und ja, immer noch und immer noch dabei sind. Chapeau. Ich find's ehrlich. Chapeau. Freunde. Also wirklich, wer zum ersten Mal jetzt in der Folge reingehört hat und hier 15,5 Minuten den Quatsch gegeben hat, der ist für die Ewigkeit dabei. Dann könnt ihr auch mal wissen, also ich meine, ja, ne, worum es hier geht. So, also direkt. Ja, ich mach's kurz. Ich habe es extra weit gefasst. Wir haben das paar Mal so angekratzt, das Thema. Wie würdest du gerne leben? Ganz allgemein gegriffen, von wegen Wohnen, wo. Also, weil ich habe halt, ich habe so darüber nachgedacht, aber dann wird das so spezifisch, weil ich jetzt in letzter Zeit ja auf dich genervt habe mit dem Thema Tiny House. Ja. Und das ja so ein bisschen fokussiere als nächstes Wohnprojekt, Möglichkeit etc., obwohl ich ja gar nicht weiß, was das für mich ist. Ich merke halt nur, dass ich in mein, zieht's euch rein, 34,22 Quadratmetern vollkommen ausreichend lebe, weil das halt einfach, also der Schnitt ist so brutal wichtig. Meine vorige Wohnung war auch nicht viel größer mit 36 Quadratmetern, aber... Aber die hatte eine Wohnküche, die musstest du nehmen. Die hat mir Klaus im Suff eingequatscht. Moment mal. Also erstmal, weil ich habe im Aufenthaltsraum vor dem Tanzunterricht geschlafen. Ja, erstmal haben wir die Nacht durchgemacht bei dir. Ja. In der Küche. Vorher waren wir noch in der Lampe. Ja, und dann morgens hier noch irgendwie in deiner Küche und haben halt irgendwie einen Scheiß gesehen. Was wir dann also halt so typisch gegessen haben als Frühstück, nämlich ein Brötchen aufgeschnitten, Pesto drauf und dann einen ganzen Camembert. Wollte ich gerade sagen, oder einen ganzen Camembert. Ja, also ich meine aufs Pesto. Ansonsten ist es ja ein bisschen trocken. Ja, ist ja auch also, albern. Also wenn ihr das macht, immer Pesto drunter, damit es besser flutscht. Wenn ihr Camembert mögt und euch dessen entwöhnen wollt, nee, das ist egal. Protein. Hüttenkäse und Thunfisch. Hüttenkäse! Ja, da hatte ich dir das eingeredet. Aber das ja, war, beziehungsweise war, aber war, es war ja auch, also du hast ja auch eine Wohnung, oh, ist da eine Fliege drin, scheiße, ey. Ja, ist ja krass, überraschend bei dem offenen Fenster. Ja, komm raus. Mist, komm raus. Er schlägt mit dem großen Almanach. So. Jetzt ist sie in der Küche und macht schon was Essen. Ja, aber das ist auch ein Fenster, vielleicht kommst du da raus. Ich habe Zitronenmelisse gekauft, das ist eine Sache, mit der ich leben möchte, mit Kräutern, mit frischen Kräutern in der Küche. Ich habe mein Basilikum hat es leider nicht gemacht, also werde ich nächstes Mal vielleicht einen besseren Basilikum holen als den aus dem Supermarkt. Der hat nach einer Weile. Ich meine, klar, ist halt, da erwischt man mal einen guten, mal einen schlechten. Mein Rosmarin zum Beispiel, den geht super. Und jetzt habe ich Zitronenmelisse. Leck mich am Arsch. Die ist auch ist gut, kann man immer einen Salat machen. Im Sommer ganz schön, auch zur Melone. Jetzt haben wir keine gute Melone mehr gehabt lange. Ja. Aber tendenziell ist das natürlich möglich. Oder zu Obstsalat. Ich aber auch mal einen herzhaften Salat. Frische Kräuter. Ich mal die Story weiter fort, die du halt gerade angefangen hast und dich dann selber abgelenkt. Das war die Fliege, die mich abgelenkt hat, nicht ich selber. Als ich mir diese Wohnung angeschaut habe, diese vorige Wohnung mit 36 Quadratmeter, war ich die halt... Die Teppich hatte, möchte ich mal erwähnen. Teppich. Auf Dielen geklebt, mit Uhu, glaube ich. Ich habe hier irgendwie eine Zeitung. Ich habe das damals halt dann auch im Netz probiert. Das war halt alles Quatsch. In der Zeitung? Ja, in der Zeitung habe ich die halt gefunden. Und dann bin ich halt dahin, ich glaube an einem Samstag, wo wir eigentlich Nachholtanz hätten oder sowas hatten. Und, wir haben viele Tänze verpasst, deswegen mussten wir zum Nachholtanz. Du warst, glaube ich, da und hast es entweder gemacht oder bist eingepennt im Aufenthaltsraum. Ich wurde in der Mittagspause nach Hause geschickt. Weil du so stankst wahrscheinlich. Weil ich habe gar nicht so viel getrunken. Ich habe gearbeitet. Damals, glaube ich, war man dichter als der Gast nicht so viel, unter der Woche. Meine ich irgendwie 6 Bier und ein paar Schnaps. Ja. Aber damals, das würde mich jetzt total killen. Neulich 2 Bier und ein Schnaps und ich war am Ende. Also Schnaps und Whisky, aber völlig am Ende. Naja, ich wurde nach Hause geschickt. Es war nicht zumutbar, dass ich dann noch weiter den Unterricht blockiere. Gut, waren immer bei Dökel, es war eine Yoga-Einheit, wenn es dann immer hieß, von wegen geht wer denn in die Ecke, ihr stinkt. So, einfach so gut hier haben. Die ganze Suff-Ecke, ihr habt eure eigene Seite des Raums, bitte. Oh, ich habe einmal besoffen, da hatte Randy auch noch einen Kater, haben wir im Innenhof Fechten gehabt.
Und da hat er irgendwann uns nur noch angeguckt und meinte, ah, ist egal. Weil wir uns gegenseitig versucht haben, mit dem Florett immer auf den Arsch zu schlagen. Meinte, ihr habt hier gerade ganz eine klare Choreografie, ihr sollt hier Terz, Sekon, Terz, bla. Und Renny, Und ich meinte, aber ich bin D'Artagnan, oder irgend sowas. Und dann meinte er, okay, es ist egal. Okay, jetzt glaube ich gerade ein Bauarbeiter tot in den Hof gefallen. Ich glaube, es war nur ein Teil des Gerüsts. Na, noch dann ist hier nichts zu befürchten. Ja, jedenfalls, wie war die Geschichte? Ich habe mir die Wohnung angeguckt, dachte, ja, passt alles, war aber leicht angetütert. Es war natürlich ein leerer Raum, blöde geschnitten wie Sau. Ein riesen Badezimmer mit Badewanne, was ich echt nicht brauche. Und dann halt echt, also das Zimmer war halt irgendwie in der Ecke, waren drei Fenster, dann wölbte sich das so nach hinten schmal zusammen, wo halt da eine Küchenzeile war. Berliner Zimmer, sagt man dazu. Echt? Also das, was das hier auch ist? Also, ja, aber hier ist es viereckig und nicht dumm. Ja, aber das Fenster auf der einen Seite und ansonsten raus heißt Berliner Zimmer, weil das oft als Empfangsraum benutzt wurde. Und in der dunklen Ecke stand so eine Leseecke mit künstlichen Lampen. Und da haben die Leute dann darauf gewartet, dass sie abgeholt wurden vom Personal. Ah, okay. Ja, dann war es in seinem... Der lehrreichste Podcast der Welt. Ja. Für Nüsse. Oh, aber es war echt ein dummes Berliner Zimmer dann. Mann, dummes Berliner. Und dann habe ich halt die Geschichte natürlich Fritz dann im Suff erzählt auf dem Weg zurück, weil er meinte, ja, überlegen Sie sich's, bald am, ist am Telefon. Also ja, mich, genau, ich habe gerade versucht, noch irgendein paar Sekunden zu schlafen, bevor es losgeht, im Aufenthaltsraum. Und da klingelte mein Sony Ericsson T310 oder so. Grille. Oh, warte, mein Telefon. Und so wie sich damals Fritz immer gemeldet hat mit Operator. Das ist auch immer noch cool. Jetzt würde man denken, er hat einen Hüftschaden. Damals hat er einfach mal auf der Straße diesen Bullet-Ausweichmanöver-Dings gemacht von Matrix. Ja. Um die Damen zu beeindrucken, so ein Silvester. Ladies. Hier ist er wieder. Ja, genau, jetzt würde er einen Bundy machen. Ja, und er hat mir auf jeden Fall erzählt, das ist doch eine wunderschöne Wohnung. Egal, was ich erzählt habe. Ich habe gesagt, Teppich, ja, das ist doch super. Ich habe gesagt, der Kühlschrank ist im Zimmer. Was hast du dann gesagt? Das ist super, da kannst du vom Bett aus essen. Ja, so eine Dinger. Ja, das ist dann wirklich der Traum. Und dann bin ich halt zurück und habe gesagt, ja, ich nehme die Wohnung. Und dann bin ich halt zu denen, weil der Hausmeister hat die Wohnung mir gezeigt, und er hat im Hinterhaus gewohnt. Und dann war ich halt bei denen morgens total dicht irgendwie im klassischen Wohnzimmer, wo halt alles... Teppich, kleine Deckchen, hier im Hintergrund saß die Holzpaneele. Ja, und so eine fette Einbauregalwand, irgendwas. Ja, so eine Schrank, eine gute Schrankwand. Genau, so eine gute Schrankwand. Hat meine Oma auch. Hat jede Oma. Die hast du damals, wenn du Enkel hattest, staatlich finanziert bekommen, musstest du installieren damals. Und im Hintergrund saß die Frau auf dem Ecksofa. Da war halt dann dieser geile sogenannte Fernsehtisch, der in der Mitte, Außenrand, also hat meine Oma auch, außen Holz in der Mitte gefliest, gerne braun, mit so einer Kurbel, die dann halt so eine X-Form, dass ich hoch und runter... Fliesentisch. Wahnsinnig. Ganz groß. Darauf dann immer die TV hören und sehen, aufgeklappt, mit einem Kugelschreiber drauf, damit man weiß, was man sehen muss. Aber Fliesentisch, muss man auch sagen, ist praktisch, weil du kannst nicht drauf schreiben. Du musst eigentlich eine Decke drauflegen, damit du eine ebene Unterlage hast. Aber dann sind es meist diese Ribbeldeckchen, wo dann wenn du drauf schreibst, das Blatt nur perforiert. Aber dafür kannst du die TV hören und sehen nehmen. Ja, oder wie es bei uns war, die hört zu. Ja, oder irgendwie sowas. Ja. Jedenfalls saß ich dann halt natürlich am Esstisch, der weiter hinten war und hatte halt auch so 7 Decken drauf, dass wenn du halt drauf geschrieben hast, der total weich war, damit das Blatt Papier keinen Rückenschaden kriegt oder was. Und auf der Decke saß vor mir halt so eine dicke weiße Katze. Das war halt, und guckte mich halt nur gelangweilt an und er hat mir alles erzählt. Und ich habe gedacht, weil das war ein geschlossener Raum, das war auch ein bisschen warm. Und ich habe gedacht, in dem Moment war es mir arschpeinlich, weil ich meine eigene Fahne gerochen habe. Und ich dachte, nein. Und ich habe die ganze Zeit versucht, in mich hineinzuatmen. Ja, sehen Sie hier, Ihr Brasseur. Ja, gute Idee. Ja, ein bisschen hier unterschreiben. Ich brauche dann jetzt immer noch der halt irgendwie birgt für Sie, weil Sie haben hier gar nichts. Ja, alles klar. Und hatte schon fast keine Luft mehr, weil ich dachte, wenn ich jetzt mache, dann denkt er, nee, Sie kriegen die Wohnung nicht. Erstmal fauchte ich die Katze an. Nee, die hätte wahrscheinlich gemacht, weil die war halt, also... Dieser richtig genau. Oder die hätte geflämt, oder wie es heißt. Ja, und da hatte ich diese Wohnung. 10 Jahre und 1 Monat. Oder, ja, genau. Und jetzt habe ich diese kleinere Wohnung, die halt einmal ein bisschen geiler geschnitten ist. Und die ist, glaube ich, irgendwie mal so
das war eine Dienstwohnung, ne? Also würde ich sagen, hier Dienstbotenwohnung, die. Dienstbotenwohnung, ja. Ja, würde ich sagen, ja. Also ist ja im Gartenhaus. Genau. Häufig so in den Altbauten, ja. Ja, also weil das Haus selber ist von 1896 oder 97. Mhm. Ja, und das ist halt einfach so. Ich wollte immer Dielenboden haben, den ich auch sehen kann, weil der vorige hatte halt auch Dielenboden, wo halt ja dieser Anthrazit. Der beste Dielenboden, der, den man hören kann, aber nicht sehen. Ja, und mittlerweile bin ich diesem Dielenboden ein bisschen überdrüssig, weil ich höre jeden fickerigen Schritt, weil halt einfach bei dieser Hitze, das Holz natürlich auch. Und arbeitet. Genau. Und diese Fugen sind manchmal dicker als mein Finger. Und dramatische Pause. Und jetzt ist immer knarzen, naja. Und deswegen habe ich so, nicht deswegen, sondern auch, weil ich weiß nicht, wann fing das an, wann habe ich angefangen, dich zu nerven, vor einem halben Jahr oder was, mir die ganze Tiny House Movement so reingezogen habe. Was ja in Amerika entstand, kurz nach dem, was war das, Lehman Brothers Skandal. Also aber da muss man sagen, dass null Leute für einen Knast gegangen, also das ist schon alles gut ausgegangen. Ja, ja, ich meine, da hat man sich selber, also wenn man, das ist ja selber schuld. Ja. Nee, aber das, ja, aus einer Not geboren und da gibt es mittlerweile so geile Wohnungen, Häuschen, die schönsten finde ich natürlich die selbstgefertigten, weil die halt einfach ein bisschen individueller und eine eigene Marke und sonst was haben, aber es gibt halt, also in Kanada und Amerika, also USA gibt es so viele Firmen, die halt echt schöne Dinger bauen. In Deutschland ist der Trend, würde ich sagen, so seit 5 Jahren, also ich habe es halt erst im halben Jahr, dann, was ich an Videos so gesehen habe und die Firmen und sowas, ist noch nicht so alt, also ich habe schon mal gesagt, bekannteste und älteste Firma ist Tiny House Rheinau und die haben angefangen, so eine Schreinermeisterwerkstatt, wo der Chef gemeint hat, von wegen, ja, da gab es mal die Anfragen und hat gesagt, wenn er ein Tiny House so im Hinterhof pro Monat bauen kann, ist das cool. Mittlerweile hat er eine riesen Halle angemietet, hat 6 Leute noch zu Zug eingestellt und baut halt pro Monat halt irgendwie 3 oder 4 Häuser. Ja, wenn du halt da jetzt dir eins bestellst, dann dauert das, glaube ich, ein halbes oder ein Dreivierteljahr Minimum. Ja, aber das finde ich halt das Ding sehr interessant. Also generell sollte man das ja nicht nur angehen, dieses Thema, wenn man sagt, ich mag halt die Häuser vom Video her, sondern auch wenn einen das Thema Downsizing im Minimalismus interessiert. Und das finde ich schon spannend. Also ich merke, je mehr Scheiß ich loswerde, desto besser geht's einem. Also beim letzten Umzug irgendwie so super viel Scheiß verkauft, ganz viel DVDs und CDs und Rotz, was man manchmal einfach nur liegen hat. Jahrzehnte oder aus Kindertagen, wo man nicht weiß, wie braucht man. Oh, je mehr weg ist. Ich habe ja neulich auch meinen Kleiderschrank aussortiert. Sowas. Und das ist. Und normalerweise, normalerweise war ich immer so, vielleicht irgendwie, wenn du jetzt nochmal schleifst oder so ein T-Shirt irgendwie brauchst, was einfach nur so als Arbeits-T-Shirt hast. Und jetzt bin ich aber echt alles, was ich länger als ein Jahr nicht mehr getragen habe, kam raus. Also wie viele Arbeits-T-Shirts mindestens 2, 3 T-Shirts, die ich sonst nicht mehr anziehe, wo ich genau weiß, entweder sind die halt so ein schlumpiges Schlafshirt oder ich ziehe die zum Arbeiten an. Da brauche ich nicht irgendwie 20 Shirts, das hatte ich das dann nach dem Marathon gekauft. Ja, egal, aber ich hatte es ewig nicht mehr an. Der Abdruck ist halt weg. Jetzt raus damit. Oder irgendwelche Arbeitshosen, sowas. Ich habe halt, glaube ich, 2, die ich halt schon öfter mal genutzt habe, aber eigentlich eine permanent. Mhm. Die sieht man halt auch, also, weil es gemütlich, das war wirklich mal eine, oder sind beides Arbeitshosen, aber wenn halt die Flecken drauf sind, hat das ja immer so ein bisschen Charakter, wie Narben und dann hast du so, sagst, das Ding reicht mir. Ja, meine ist halt nur so eine normale Cargohose von H&M, aber auch mit Öl und Farbflecken. Ja. Und du bist halt auch dankbar, wenn da halt so Taschen an der Seite sind, dass du halt auch mit einem Gliedermarsch da reinpacken kannst, einen Pinsel, irgendwas. Ja, oder halt nur dein Smartphone irgendwie zum Musik hören, weil es aus den Hosentaschen fällt ja immer. Ja, genau. Ja, nee, ja. Und Tiny House nochmal ein bisschen weiter angerissen, dass, eigentlich wird das mal falsch verstanden, weil die meisten denken, wenn sie schon mal was von gehört haben, ist das Tiny House das auf Rädern, aber Tiny House sind generell halt kleine Häuser bis ein maximal Quadratfläche von, ich glaube, 55 oder ist, glaube ich, unter 60 auf jeden Fall. Aber der Trend ist eigentlich die Tiny House on Wheels und das sind in Deutschland die nicht schwerer als 3,5 Tonnen sein dürfen, nicht breiter als 2,25 Meter oder 2,25 Meter, nicht höher als 4 Meter. Also ungefähr ein Seekontainer. Weiß ich nicht. Also die Seekontainer sind ungefähr so. Okay. Also von der Höhe her sind die niedriger, die sind normalerweise 2,50 bzw. 2,90, das sind die HT-Seekontainer. Was heißt HT? Okay.
Also da gibt es ja ganz vielen Varianten. Ich habe halt mal relativ viel darüber geschrieben, ja, wie aber innen wie man daraus ein Haus Boden baut. Und ja, Dämmung an der Decke, dann hast du Eine Neubauhöhe. Ja, und das finde ich gruselig. Finde ich auch nicht. Also wenn es halt eng ist, schön, dann muss es halt hoch sein. Ja, so, weil das macht halt im Kopf was. Und die haben dann halt eine Länge, also es gibt drei Modelle. Du weißt, was ich sagen wollte. Ja, gut. Ich hab den Moment verpasst. Es gibt da halt einen Längen von, ich glaube, fängt bei 6 Meter an und hört bei 9 Meter auf. Also die können echt schon lang sein. Aber dann heißt es natürlich, dann muss man halt in der Höhe sparen, beziehungsweise es muss halt nicht irgendwie ein Spitz- oder ein Flachdach sein, sondern man kann auch mischen natürlich. Bloß dann, wenn man weiß, halt je länger es ist, desto mehr Gewicht hat es halt in der Länge und dann darf es halt die Höhe nicht haben. So. Naja, es gibt verschiedene Modelle. Spannend wäre es, sich das natürlich selber zu bauen. Aber ich glaube, bevor ich das Ganze richtig angehe, muss ich definitiv das halt irgendwie mal einfach mal so ein Wochenende oder vielleicht eine Woche irgendwo drin gepennt haben. Das Praktische ist, hier in Berlin gibt es auf dem Bauhaus-Campus das Tiny Village. Da sind bloß halt die richtigen Hardcore-Dinger, also wo halt eine Innenquadratmeterfläche von 9 Quadratmeter ist, was ich halt zum Anschauen spannend finde, aber zum Wohnen ist, also für mich glaube ich, mehr spooky. Ein Schrebergartenhaus. Genau. Ja. Also diese 25 Quadratmeter mit so einem 10 Quadratmeter Loft, also wo dann halt da oben deine Schlafmöglichkeit hast. Ich glaube, das ist halt was, wo ich mich schon anfreunden könnte. Aber alles andere, ja. Und das ist natürlich wichtig, wo du stehst. Also die finden das halt praktisch einfach zu sagen, guck mal, ganz minimal Bauweise und wir stellen dich hier direkt in der Wand, an eine Wand unter irgendwie einer S-Bahn-Brücke. Also ich denke, ja, kotz. Weil meine Idee ist dann halt auch schon, deswegen, wie möchtest du wohnen, halt nicht nur wo, also welche Bauweise oder Art der Unterkunft, sondern dann halt auch hier jetzt erstmal auch beruflich gesehen, würde ich dann Berliner Speckgürtel vorziehen, wo man halt schon ein bisschen grün sehen kann. Ja, dann beim Tiny House gibt es natürlich so viele rechtliche Dinger, gibt es auch so viele bescheuerte Mythen, dass sie sagen, ja, ist auf Räder, ist kein Haus, ist in Deutschland halt nicht so, wenn du es halt nach festen Wohnsitz nutzt, also ist glaube ich dann im Jahr mehr als 3 Monate drin bist, dann ist es egal, ob es rollt, steht oder fliegt, dann ist es halt, gehört es halt irgendwie unter den ganzen Baugesetzen verankert und dann brauchst du halt eine Baugenehmigung beziehungsweise eine Grundstücks blablabla Verordnung. Also es gibt dann verschiedene Ebenen, die du halt abdecken musst. Ich glaube, es ist Anlage A38. Genau. Und deswegen, also ist auch ganz bescheuert, wenn man die Kohle hätte und sagt von wegen, ich kaufe mir halt das Tiny House und ich kaufe mir halt auch Baugrund, wo ich es dann halt hinstelle. Das ist dann total kompliziert, weil das dann nochmal kommunenabhängig, da ist es halt so krass. Ja, stimmt, das muss ja die Nachbarschaft absegnen. Genau, also so krass subjektiv, wenn du halt sagst, hier, ich bin in, keine Ahnung, Klado und dann sagt der einen, nee, sieht ja aber zu, ist mir jetzt gerade eingefallen, Das kann ich dir übrigens sagen, in Klado kommst du damit nicht weit. Ja, genau, das, also als Beispiel, also, weil ich dachte ich komme aus dem Westen Berlins und Klado war meine Schule. Und da brauchst du, glaube ich, nicht versuchen, dich zwischen die Villen mit deinem Tiny House. Das meine ich halt als Beispiel. Ja, genau. Ich habe hier eine geile Baugrund am Rand. Ja, viele Speckgürtel-Dinger sind aber so gehoben. Das kannst du mal nachschauen. Das kann man ganz lustig bei der BVG sehen. Es gibt nämlich bei der BVG genau 3 Bezirke oder 3 Kreise im Bezirk, wo es nachts einen Haustürservice gibt. Naja, dann weißt du halt, wo da geklingelt wird. Ja, wirklich, ne? Da fährt dann so ein VW-Transporter rum und fährt die Leute zur Haustür. Leck mich am Arsch. Ja. Und das ist dann halt auch so ein Ticket für 2,70 oder so. Das ist dein normales BVG-Ticket. Ja, ja, klar. Und das musst du ja nachts nicht mehr vorzeigen in der Regel. Also da stehst du einfach am Bahnhof. Naja, wenn du neben dem Typen auf dem gekühlten Ledersitz sitzt, dann wirst du ja nichts mehr vorzeigen. Ja, so, dann zeigt er dir mal deinen... Ja, wie so ein Privat-Uber. Echt, das ist gruselig. Ja. Ja, Alfred, dann tragen Sie mich aber auch die Treppe hoch, ne? Ach, haben Sie sich wieder galant vollgebrochen, Sir. Die anderen sind übrigens in Mahlsdorf. So der noble Vorort von Richtung Eichwalde, in Zehlendorf. Ja. Da, wo halt auch die Merkel ihr Häuschen hat. Eichelwalde, sagt man auch gerne. Haha. Ja, hier und steht Ihr Haus. Und deswegen kannst du das knicken, wenn du da sagst, ich habe einen Baugrund und dann hast du halt irgendwelche Leute, die sagen, es passt überhaupt nicht bei uns ins Optische rein, dann war es das für dich. Praktischer ist und was halt auch viele machen, weil das sind halt immer so rechtliche Graustufen, die erstmal, wenn du in so einem Studentenstatus bist und lebst, finde ich das vollkommen okay. Wenn du aber gesettelt bist, dann willst du halt keinen Stress haben. Dann willst du halt echt irgendwo ankommen. Aber das ist halt, wenn jemand halt anders halt Baugrund hat, meist halt irgendwelche Bauern sagen von dir, du kannst hier stehen und man macht so ein, wie heißt das rechtlich nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall so ein Agreement, dass man da stehen darf, zahlt für seine Pacht, aber ist halt auch
Teil des Hofs, in dem man sagt, keine Ahnung, man mäht einmal im Monat den Rasen oder irgend sowas. So. Also wenn man halt sowas vorweisen kann, dann ist es halt auch cool. In Deutschland ist es halt auch leider so, dass das, wo du stehst, muss, wenn du drinnen wohnst, muss auch erschlossen sein. Das heißt, nicht nur eine Straße muss Hunden hinführen, sondern halt auch Frischwasser, Abwasser, Strom. Ansonsten wie in Kanada oder sowas, wo dann immer so traumhafte kleine Bilder sind, Videos sind, wie das Tiny House dann irgendwo im Wald steht und wird dann halt morgens von Bärchen geküsst oder sowas. Und du kommst da halt nur mit einem Paragleiter rein oder sowas nicht. Also ich meine, sowas ist dann halt totaler Käse. Was total widersprüchlich ist, weil die Tiny Häuser auch darauf ausgerichtet sind, ganz viele so off-grid-mäßig zu funktionieren, also unabhängig von Frischwasserzufuhr und Stromzufuhr und Abwassermöglichkeit, sondern sagen von wegen, ich arbeite das Grauwasser halt wieder auf oder ich kompostiere meinen Scheiß und meinen Pipi, indem ich halt einfach so eine Trockentoilette nutze. Ich habe halt irgendwelche Solarpanels auf dem Dach und mache mir Strom selber und so weiter. Und das ist halt die Idee von ganz vielen Tiny-Häusern und nicht nur einfach von wegen wird klein. Deswegen, weil es geht ja halt auch so da ein gewisser Lifestyle mit. Den finde ich spannend, weiß aber nicht, ob das final was für mich ist, aber generell muss es hier irgendwie schon ein bisschen, also ich finde so, wenn hier dieser scheiß Bauwichs endlich weg wäre, dann wäre es glaube ich echt ganz angenehm. Ich finde es doch ganz gut, jeden Morgen um 7 von einem Lastenfahrstuhl geweckt zu werden. Oh. Ständig fällt irgendwas aufs Fensterbrett oder in Aufzug. Wasser. Ja, ein Traum. Ein ja. Traum. Naja, und dann gibt es halt auch irgendwie andere Ideen, weil wie, da kann man ja halt auch mal sagen, man, so was du mal gesagt hast, wenn man ein halbes Jahr woanders leben würde, du hattest mal irgendwie, weiß nicht, Fotojobs in Tallinn oder sowas, der Internet-Hauptstadt. Na, ich meine, die sind total... Beste Bitcoin-Mining-Bedingungen. Ja, ich meine, aber auch das ist doch irgendwie so, ja. Die haben doch nur noch eine ID, die alles kann. Das ist doch irgendwie deine Bankcard, deine Krankenkassenkarte, dein Perso. Ja, das kannst du in so kleinen, sozialdemokratisch geführten Ländern machen. Ja. Da kannst du halt Fortschritt durchsetzen. Und die haben nicht alle so eine Furcht vor Fortschritt und auch vor den Möglichkeiten, weil die sagen, ja, ich erkenne damit von wegen, dass jeder, also mein Arzt kann auf meine Daten zugreifen, Anwalt, Polizist, bla bla bla, aber das System funktioniert nur, indem ich in dem Moment parallel halt Nachricht davon kriege, wer was bei mir denn einschaut. Und ich da halt darauf reagieren kann. Oder es gibt halt keinen Rezept-Scheiß mehr, sondern wenn du halt berechtigt bist, weil deine Medikation oder dein psychischer Stand bla 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 dir gewisse Tabletten erlaubt, dann bist du halt dann einfach nur bei Apotheke und dann, alles klar, dann kriegst du das. Und hier ist dann gleich ein Verweis, dass die Apothekerin oder der Apotheker halt dann auch ein bisschen mehr Info kriegt über dich, was du vielleicht gar nicht preisgeben möchtest. So. Und ja, aber generell, also... Gutes Beispiel dafür ist übrigens die Steuererklärung von Angestellten, die eigentlich, du müsstest... Meinst du jetzt in Tallinn oder hier? Nee, in Deutschland. Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich glaube ich auch. Du müsstest ja eigentlich als Angestellter deiner Steuererklärung nicht machen, weil dem Staat ja ohnehin die Lohnsteuerbescheide vorliegen. Eigentlich könnten sie dir deine Lohnsteuerbescheide zuschicken und du müsstest nur noch sagen, ob du mehr ausgegeben hast als die Pauschale. So, und das würde 5 Minuten dauern und das würde jedem Arbeit ersparen, weil im schlimmsten Fall, wenn das geprüft wird, muss ja der Finanzbeamte alles nochmal abgleichen, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Also ich meine, das ergibt auf keiner Ebene Sinn, wie gesagt, mit der Lohnsteuerbescheid, sobald er bezahlt wird, wird er ja, fliege es gerade wieder raus, wird er ja digital ins Finanzamt übermittelt. Und es gibt ja keinen Grund, warum sie diese Zuordnung, hast du gerade Zacken abgebrochen aus dem Massageball? Ich habe auch gerade gedacht. Krass. Es sind 2 Zacken abgebrochen. Das ist auch ein schönes Bild, was wir hier malen, was hier so vor sich geht. Ja, genau. Also das hat so ein Beispiel davon, wenn halt so dieses Bedürfnis nach einem falschen Datenschutz zu weit geht. Ich meine, dieser uralt Verwaltungsapparat würde dann ja auf dem Kopf stehen, weil du hast ja endlos viele Leute, die ja halt auch begründen müssen, warum sie halt da sind und ihren Soll haben. Das ist ja so wie bedingungsloses Grundeinkommen, was man halt, ich glaube, einen der am meisten darüber gequatscht hat, ist halt Richard David Precht, der halt mit dem Modell des 1200-Euro-Ding erklärt hat und ganz leicht auch nachzuvollziehen und das halt auch bei Großkonzernen und hast nicht gesehen und Regierung, dass halt einfach der ganze Apparat von Hartz IV und Arbeitslosengeld I sowas komplett abgeschafft werden könnte, der Staat halt Millionen einsparen würde und jeder Bürger bedingungslos seine 1-2 hätte.
Es, aber der einzige Grund, der halt einfach effektiv überall so rauszufiltern ist, warum es halt nicht passiert, ist halt die Kontrolle. So, also es gäbe überhaupt keine Möglichkeit der Kontrolle mehr des Bürgers, warum er denn diese Position wählt und warum nicht und sowas. Und jetzt ist es ja schon so, also du hast es nur ganz kurz erfahren, ich habe es ja ein paar Jahre erfahren, dass halt Hartz IV eine richtig widerliche Sache ist und dich halt also psychisch echt in so eine Ecke drängt, von wegen, du bist ja hier echt nur das Dreckige unterm Fingernagel. So. Und dieses Gefühl von wegen, wenn du nichts leistest in der Form, wie wir halt meinen, dass du leisten müsstest, dann bist du halt auch nichts wert. Und das ist halt widerlich. Und das ist ja halt auch eigentlich nur so ein, naja, so ein Kontrollscheiß, der da halt auch passiert. Also, ich meine, da gibt es so ein paar Beispiele, die halt in diese Richtung gehen, was ich auch, glaube ich, mal erzählt habe mit diesem Versuchsmodell in Trier, wo... aber die Müllsortierung. Genau, wo sie halt gesagt haben, von wegen ganz moderne, ganz normale Müllsortierungsanlage, wie halt in jeder Großstadt, die wurde halt dann testweise halt dann ein bisschen umgerüstet. Das hat dann irgendwie 2 Wochen gedauert. Und dann haben sie halt gesagt, der Müll kann vom Bürger halt so abgegeben werden, wie er will. Also komplett alles zusammen, samt Sperrmüll. Die Fahrzeuge holen halt einfach regelmäßig ab, sondern sie sind halt nicht mehr getrennt. Das heißt, die Fahrten waren für die halt auch einfach einfacher. Die haben halt alles reingeschmissen. Die Bürger waren halt begeistert. Sie konnten halt Glas alles reinschmeißen. Und Ergebnis ist halt, dass die Maschine es 50% besser getrennt hat als der Mensch selber. Und das konnte dann halt auch jeder Entsorgungstechniker dann halt irgendwie da erklären. Und der Grund für Kommune und dann halt auch irgendwie Bund, warum die dem halt entsagt haben, war dann unterm Strich auch nur, wir haben halt den Bürger so lange dazu getrimmt, das zu tun, und sind so stolz auf diese Kontrolle und diese pädagogisch wertvolle Entwicklung, die wir halt gefühlt dem Bürger gegenüber haben, dass wir das halt nicht weitergehen würden wollen. Denkst du, was soll ich? Aber du könntest ja trotzdem den Müll sortieren lassen für ihr eigenes Gewissen und es immer noch so trennen lassen. Ja, ja. Nee, ich meine, aber dann, also ich meine zum Beispiel diese ganzen 1000 verschiedenen Tonnen im Innenhof, ja, die verschiedenen Farben, die verschiedenen Zeiten, ja, Wandpapier, sonst was, Verbundstoff. Und am meisten ist ja immer das, was zur Trennung führt. Also der gelbe Sack, jetzt haben wir halt irgendwie lange gebraucht, bis wir halt die zweite gelbe Tonne im Innenhof bei uns haben, weil wir halt immer übergequollt sind und haben jetzt auch 2 andere Tonnen. Und denkst du, ja, und das hätte man alles zusammen, alles, also da hättest du sogar Biomüll zusammenscheißen können. Und da habe ich gesagt, und die Maschine trennt es halt einfach schneller und effektiver und du kannst es halt dann, also die Wertstoffe viel besser nutzen, die da halt dann durchhängen, und das wird halt nicht gemacht, weil der Bürger halt nicht mehr kontrolliert werden kann, weil er halt auch, also ich meine, es gibt ja halt auch nicht nur von wegen dieser ganze Apparat, wir trennen den Müll, sondern gibt es ja halt auch dahinter die Kontrolleure quasi, die dafür Sorge tragen, dass in gewissen Kommunen halt richtig getrennt wird. Also zum Beispiel in Hannover Land und sowas, da darfst du es ja halt einfach nicht, also da wird es ja halt noch rausgestellt, beziehungsweise hier in ja auch ein paar Bezirken, und da brauchst du bestimmte Tüten. Wenn du halt alles richtig getrennt hast, hast du aber in einer falschen Tüte, dann ist es... War das nicht mal bei, wie heißt denn diese Extra 3, nicht Extra 3? Das Fotosofa? Nee, diese Rubrik mit dem Behördenwahnsinn. Achso, der normale Wahnsinn? Oder die ganz normale Irrsinn. Also, ja. Realer Irrsinn. Realer Irrsinn, ja. Ich glaube, das war auch ein Beispiel von Hannover, wo jemand seinen Papiermüll immer in Papierkartons von Gemüse, also diese Schuber, entsorgt hat. Dann hat er eine Abmahnung bekommen, muss sein Papiermüll in Plastiktüten werfen. Genau, ja, ja. Es gibt genormte Papiertüten. Ja. Großartig. Ja. Was ich letztens auch mitgekriegt habe, ist, es gibt ja diese Bio-Plastiktüten, die sich auflösen. Die kompostieren, ja. Genau. Das Lustige ist aber, der ganze Biomüll liegt maximal 2 oder 3 Monate auf der Halde, bis er halt dann weiter verarbeitet wird, beziehungsweise irgendwo hingeschmissen wird, wo dann halt gefiltert wird, ob es jetzt schon Humus, bla bla bla. Die Tüte aber selber brauchst 4 bis 6 Monate, um komplett zu verrotten. Das heißt, die Maschinen und die Arbeiter haben zusätzliche Probleme, wenn der Biomüll alles in Biomüllsäcke weggeschmissen wird, weil die müssen sie rausfiltern. Weil die sind halt ja nicht verrottet. Die sind halt ansatzweise verrottet oder gar nicht. Und ich dachte, wie geil ist das System denn? Es war von dir, okay, wir haben die einheitlichen Biomüllsäcke, die bringen aber nichts, weil unser Vorgang ist halt nach 3 Monaten kommt Ist das nicht auch ein richtiges Problem, dass sich Methangase und so bilden, wenn das luftdicht verschlossen ist? Stimmt, eigentlich müsste das ja auch sein. Ja. Ich meine, okay, also wenn der ansatzweise verrottet, also das heißt, irgendwo ist schon ein Riss, Loch, dann meist sind die ja auch feucht, dann hast du wahrscheinlich schnell so einen Gammelpunkt. Ja. So. Aber also am besten wäre wahrscheinlich eine Papiertüte, die einfach durchweicht nach einer Weile. Ja, genau. Ja.
Ja, genau. Ja, beziehungsweise, oder gar nichts, aber wenn man sammelt, glaube ich, wäre das. Ja. Ja. Naja, aber nochmal zurück. Wie zu dem Thema, was wir hatten. Nee, ich weiß, gehört ja alles dazu. Ja, ne? Ja, ich würde. Also es ist ja von wegen, wäre ja schön, wenn wir zum Beispiel dieses einfach von wegen schmeiß, wie du willst, weg, weil das System es viel leichter trennen kann. Es wäre halt ein viel geringer ökologischer Aufwand, ökonomischer Aufwand. Es wären Kostenersparnisse. Es wäre zwar keine Kontrolle mehr. Und es wäre eine Veränderung. Ganz schlecht für Deutschland. Genau. Eine Veränderung. Oder Grundeinkommen, da wäre ich auch definitiv dafür. So, also ist doch. Und dann auch immer diese Sache von wegen, ja, aber Arbeit muss sich lohnen und wir sind eine Leistungsgesellschaft und wer halt nicht leistet, der darf halt nicht bezahlt werden. Und du denkst, nicht bei der technologischen Entwicklung, bei der wir gerade sind, wo halt dann bald ungefähr 50% aller Jobs wegfallen, weil halt einfach die Maschinen autonom arbeiten können und dann ist es halt einfach obsolet zu sagen, von dem ich muss einen Busfahrer vorne haben, weil der übermüdet, viel, viel mehr Fehler macht, viel mehr Geld braucht und viel mehr Unfälle und sonst was verursacht. Die einzigen Jobs, die wir nach wie vor noch brauchen werden, sind Podcaster. Das stimmt. Das kann keine Maschine in der Welt nachstellen, was wir hier verzapfen. Außer vielleicht, man stellt so einen Duden auf random. Nein. Ja, mehr, sponsert bei Bild. Mehr selbstgemachte Möbel. Das ist meins. Also lasse mir gerne von Baustellen Holz liefern, was sie nicht mehr brauchen. Gut gesagt. Europaletten oder so. Ja. Mit dem Epal-Brandmal. Ja, leider habe ich meinen Schreibtisch, meinen künftigen Schreibtisch ruiniert. Deinen künftigen Schreibtisch? Habe ich dir nicht auch mal gezeigt? Kann ich dir gleich mal zeigen. Du hast angefangen, schon einen Schreibtisch zu bauen und das versammelt. Also ich wollte einen Eckschreibtisch bauen. Ja. So. Und schön zwar, auf Eck deine Monitore. Ja, nee, nicht ganz. Also nicht zusammenstehend, sondern quasi zwei Schreibtische. Einer mit 1,50 Fläche und einer mit 1 Meter Fläche. Sodass du den kleinen theoretisch noch zur Seite schieben kannst, wenn man irgendwie einfach nur schreiben möchte. Und am großen steht dann halt die Technik. So. Aber du kannst ihn halt auf Ecke stellen, das wäre die Grundhaltung, aber wenn du es irgendwie mal trennen möchtest, kannst du es auseinandernehmen. So, und dann dachte ich mir, was bietet sich dafür an? Cool ist es doch, ich mag ja so diesen Industrial-Look, das alte Holz, also diese Gerüstbohlen. Die haben am Ende noch den Metallbeschlag von Plättern. Ah, die es teilweise auch in Rot gibt, also so genau, Holz. Genau, ja, genau. Und da kannst du halt auch... Die sind auch schon monsterschwer. Nee, die sind relativ... Ja. Wenn ich die von der Baustelle in der Nähe getragen hätte, würde ich sagen, die sind relativ leicht. Die sind, ich glaube, so 20 Kilo oder so, plus minus. Du hast schon mal eine in der Hand gehabt. Sperrig. Ich habe zwei hergetragen, die ich bei eBay Kleinanzeigen um die Ecke gekauft habe. Jedenfalls. Also mit Metalldingern? Ja. Haben die am Ende so einen Haken, dass man die irgendwo einhaken kann? Oder wofür ist das? Ja, die sind genau für die Gerüste. Du kannst auch rausschauen aus Gerüst. Ja. An den Metallstangen sind halt die kleinen Piekser und da kommen die halt dann rauf. Ah. Also das sind jetzt halt die dummen Metallbretter, aber es funktioniert mit den Holzdingern genauso. Ja. Und ich dachte, es wäre aber lustig für den Monitor so als Kabelführung. Ach so, ja. Die ja, zu benutzen. Ja. So. Oder halt um, weiß ich nicht, an eine andere Sache einen Haken aufzuhängen und da irgendwie ein Küchenhandtuch oder irgendwas Blödes. Oder das halt so ein bisschen zu integrieren in den Look. So, und dann dachte ich, okay, damit sich's hier einpasst, mache ich das gleich, also erstmal durchgesägt, abgeschliffen. Und dann mache ich das gleiche, was ich mit dem Anholz auch mache. Was hast du durchgesägt? Die Gerüstbohlen. Ja, aber ich dachte, du wolltest einen langen und einen kleinen. Genau, aber das waren 2,50 Meter. Dann habe ich, ach so, okay, das ist ein bisschen. Genau, einen Meter halt jeweils weg. Und es wäre dann 80 Zentimeter tief. Das waren die 40 Zentimeter Dinger. Oder 35 Zentimeter. Irgendwie so. Also es wäre auf jeden Fall tief genug für einen Schreibtisch. Dann dachte ich, damit es sich einpasst in den Look, und es ist ja auch altes Holz, also was wirklich lange draußen lag, flamme ich das. Und dann dachte ich, naja, es wird dann einheitlicher, wird ein bisschen dunkler. Und das hast du verbrannt oder was? Das war so alt und trocken, dass es so verrußt ist, dass das beim Brandenburger Wald Ölen, das sah nach dem Flammen richtig hell aus. Also auch deutlich heller als die anderen neuen Hölzer, die ich geflammt habe. Okay. Und das war nicht, also die anderen hatten halt wirklich teilweise eine schwarze Kolorierung. Hm. Und das war höchstens so ein bisschen dunkelgrau. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist es dann ein bisschen hell, eher noch. Aber das ist beim Ölen einfach, weil es so verrußt war, richtig schwarz geworden. Hm. Also es ist pechschwarz und ich werde jetzt nochmal, ich habe irgendwie so eine Metallbürste. Das liegt auch nicht an der roten Farbe, dass die halt irgendwie total... Ohne rote Farbe genommen. Ach so. Also die mit der Farbe hätte ich nicht geflammt. Ja. Naja, auf jeden Fall sind die jetzt pechschwarz und das sollte eigentlich der Schreibtisch werden, das war das nächste kannst Projekt. Hast du mit der Drahtbürste ja, ich muss mal, derzeit wie es aussieht, zerkratzt die Drahtbürste das nur. Okay. Also ich habe nicht, also
Ich habe das schon mal gesehen, dass das verschiedene Flammentechniken, eine war halt richtig anbrennen. Genau, das habe ich auch schon, gesehen. Und vielleicht muss ich es mal einfach ein bisschen intensiver machen. Okay. Und dann gucke ich mal, ob ich es dann auch mal nachölen kann. Aber Stand der Zeit ist es leider ruiniert. Aber ansonsten dachte ich, das wäre halt ganz schön. Dann musst du wieder zu eBay gehen. Ja, naja, das Problem ist, eBay hier bei mir direkt vor der Tür hat leider nur ganz alte im Angebot. Ah. Ich dachte, im schlimmsten Fall gehe ich halt... Und hier auf dem Gerüst eBay irgendwie? Ja, das meine ich. Ach so. Ja, also die sind alle zu alt. Ansonsten dachte ich, im schlimmsten Fall gehe ich halt zum Baumarkt und kaufe für, weiß ich nicht, 22 Euro oder was es kostet, halt zwei Bretter. Ja, aber du hast nicht dieses coole Metallding und diesen Use. Ja, muss man gucken. Paletten, ich hatte es hier Palettenkönig, wie der heißt, wurde auch schon was. Die haben auch welche. Ja. Das Problem ist, das wird halt, so richtig, richtig. Ja, das wird aber eine größere Aktion, das irgendwie herzukommen. Also da, sagst Bescheid. Ja, müssen wir mal irgendwie. Ja. Eine Robbe oder sowas. Ja, genau. Ja. Müssen wir mal schauen, ob wenn Peter da ist. Ja, oder der so. Mit dem Pickup. Beziehungsweise Ursemann hat jetzt einen Caddy für Dings. Und Okay. da ist halt auch mal zum Einkaufen bei Metro und dann könnte man. Ja. Okay. Nee. Das ist ein Privatscheiß jetzt. Nee, aber aber ich meine, das ist halt nichts, was ich irgendwie nachmittags mal nebenbei machen kann. Ja. Also die Bretter, die ich hier für die Garderobe genommen habe, die konnte ich halt alle dann bequem in eine Sporttasche packen vom Baumarkt. Und dann dachte ich halt so, was halt ganz cool ist, ne, und man ganz, ganz gut dazu passt, ist im Industrial Lux, sind halt diese Tischkufen. Dass du halt einfach nur dieses rechteckige Gerüst hast. Ja. Also halt einfach so ein rechteckiges Metallgerüst. Okay. Okay. Sie halt richtig auch massiv aufliegen. Und ich dachte, das wäre eigentlich das nächste Projekt gewesen. Ich habe mich leider ein bisschen verdaddelt. Ich hätte es wahrscheinlich einfach das flammen lassen sollen. Es wäre wahrscheinlich dunkel genug gewesen. Ich hatte zwischendrin noch überlegt, ob ich mal einen Öltest mache, bevor ich es flamme. Und dachte ich, ach nee, das wird schon gut. Das hätte ich mir sparen sollen. Das war, weil ich meine, wenn es nichts wird, ist es halt super schade, weil da extrem viel Zeit drin steckt. Mit den Durchsägen hat es halt ewig gedauert. Hast du mit der Japansäge gemacht? Angefangen, also die Naht gesetzt und dann habe ich mit dem Multitool. Das ist aber auch räudig, ne? Das da müsste eigentlich am liebsten die Säge eine Kreissäge. Die Sägedinger sind auch durch. Also nach den zwei Brettern sind da alle Zähne raus. Also ich habe auch überlegt, ob ich das vielleicht reinstelle und dann wirklich nochmal gucke, ob man so ein... Ja. Also was habe ich davon genutzt? Und das war halt eigentlich echt nur die Holzsäge. Und die ist halt einfach lächerlich, weil das ist ja nur ein halbrundes Sägeblatt, was rumzittert. Genau. Und da dieses ganz schmale Metallding, wo ich halt relativ schnell mir die Zähne da rausgebrochen habe. Und was? Am meisten nur zum Schleifen genutzt habe. Ja. Und du hast ja einen eigenen Schleifer. Ja. So. Der aber auch... billig war und wo auch schon der Klettaufsatz, also der ist da ist der ist noch besser als ja der ist besser der ist besser als das, aber der Klettaufsatz ist da eigentlich auch so, dass er inzwischen so lose ist, dass nur noch die feineren Körnungen halten. Ja. Also zum Saubermachen so 30er 60er Körnung, das reißt sofort ab nach ein paar Sekunden. Echt bei so einer ganz okay. Also, genau. Also 30er-König, das ist ja, aber, Krallen nur noch. Ja, aber die... Also ich meine, die gröbste, die wir, glaube ich, haben, sind 80, oder? Echt? Ich habe 30er. Oder 30er? Hatte ja, aber das ist... das ist ja ein Papier mit Steinen drauf, oder nicht? Ja, also ab und zu mal so ein Putze. Nee, aber die Bretter, die vom Baumarkt sind, die sind ja sägerau. Ja. Also da ist wirklich, da steht alles in alle Richtungen ab und das feine Schleifpapier ist einfach dann sofort kaputt. Ja, das ist auch geil, wenn du das erste Mal so mit der Hand rüber gehst, ah! Und hast dann so fünf Zahnstocher in den Finger drin. Ja, aber da steht ja auch wirklich noch Holz ab oder so. Also das ist halt einfach. Aber manchmal macht er so planlos, dass man denkt, ach, das wird mein Tisch. Es ist noch komplett voll. Ja, das ist mein mehr selber machen. Ja. Mach's dir selber. Ich meine aber, einfach mal gefragt hier, deine ewig lange, die du hast ja schon, wie lange bist du jetzt hier in deiner... 12 Jahre. 12 Jahre in dieser Wohnung, wo du halt angefangen hast als WG-Student, bla und so und jetzt... Bis mein Mitbewohner auf ominöse Art und Weise verschwunden ist. 3 Wochen Schinken satt. Nee, ich meine, also gibt's da nicht mal so ein... Gedanken, also jetzt kein rational, weil du ja immer gerne rational verbindest, sagst, ja, aber ich krieg halt für die Kohle, bla bla. Ja, so. Nee, klar. Das meine ich jetzt ja nicht, also mit, einfach nur so. Ja, mit richtig Kohle schon, ja. Aber anderer Stadtteil oder sagst du von wegen, oh, hier bauen sie gerade das Dach aus, da würde ich gerne hin oder so? Also ich sehe ja, wie sie hier das Dach ausbauen, das kann ich mir gerade schenken. Ja, du hast 5 Jahre richtig Spaß. Ach, um Himmels Willen, wenn ich schon überlege, ja, nun 2-3 Mal mit der Nachbarin gequatscht, die im 4. Obergeschoss wohnt. Die feuchte Decke hat? Genau, wo es durch die Decke regnet. Und dann haben sie ja nicht gesagt, das war die geilste Aktion eigentlich. Die haben ja unangekündigt die Fassade gestrichen. Und haben halt gesagt, naja, damit die Decke richtig durchtrocknen kann, muss ich ja schon die Fenster offen lassen. Und dann haben sie einfach die Fassade gestrichen und bei ihr halt einfach mit der Farbe reingespritzt durch die offenen Fenster. Oh.
Das ist aber ich meine, da musst du auch rechtlich einfach vorgehen. Also beziehungsweise musst du doch generell rechtlich vorgehen, weil sie das ja, das ist ja keine Miete, das ist ja ihr Eigentum. Ja. Und wenn das halt durch irgendwelche Baumaßnahmen von Harry Pimmelmeier halt irgendwie komplett versemmelt wird. Und vor allem, wenn du halt einfach die ganze Zeit weißt, dass über dir eine Wohnung ausgebaut wird. Ja. Das ist der, du hast ja null Lebenskomfort an der Zeit. Voll. Und das, also ich meine, hier höre ich ab und zu, wenn die Fenster offen sind, dass sie im Erdgeschoss im Vorderhaus ausbauen. Mhm. Weil die es natürlich bei offenem Fenster machen, klar. Also Baustaub und so. Ja. Das war so eine Ladenwohnung. Ja, genau. Und ich, da kommt auch, so wie es aussieht, ein Laden rein. Cool. Also das war ich hoffe, irgendwas ist für eine, Bärte oder Smoothies. Ja, also es ist eine Ladenwohnung, aber das letzte Mal war da halt ein Büro drin. So, okay. Und jetzt sieht es halt so aus, als würde eher jetzt Ein Laden als, für Büros. Nice. Also wir könnten hier einen Grundriss für ihr Büro anbieten oder aber hier der industrielle Airwolf 2000. Nice. Wir haben so ein Startup, das nennen wir Airbüro. Hm. Und wir vermieten fürs Wochenende so 2 Tage mal ein Büro, falls sie so ein krasses Projekt haben. Und das würde funktionieren. Ekelhaft. Nee, aber also ich würde halt schon ganz gerne im Stadtteil bleiben. Oder zumindest so im groben Stadtteil Kreuzberg, Friedrichshain, Treptow. Treptow, also hinten so am Wald, da gibt es halt... Also das nahe Treptow. Ja, ja, das genau. Das meine ich auch, weil Treptow geht ja ewig weit raus. Ja, das ist dann schon kurz... Was kommt dahinter? Köpenick? Ja, ja, also ist auch verwaltungstechnisch ist es Treptow-Köpenick. Ja, okay. Ja, da halt irgendwie, da habe ich halt auch Straßen gesehen, wo ich dachte halt, es sieht normal halt aus so. Also es ist halt vielleicht Nachkriegsbauten, aber du hast halt alle Generationen, was ich total wichtig finde, dass du nicht halt sagst von wegen, cool, Studenten und Menschen über 40 gibt es nicht. Und du hast halt Wald in der Nähe, sehr viel Grün, du kannst halt Sport machen, sonst was. Du hast Ruhe, das ist halt das, was ich halt, wo ich mittlerweile echt sehr, sehr anfällig bin. Ich brauche echt Ruhe. Also so ein bisschen Fantasieding, wenn Tiny House irgendwie funktionieren sollte für mich, dann wäre immer sowas wie so Peter Lustig. Das wäre so ein Traumding. Der Peter Lustig hat ja tatsächlich in den Sommermonaten, wenn das produziert wurde, 3 oder 4 Monate am Stück, hat der später, also am Anfang nicht, hat er dann irgendwann in dem Bauwagen auch gelebt. Und die haben halt auch gesagt, dass sie so schade finden, weil jetzt gibt es ja halt diese Nachfolgerblasen, versuchen ja weiterzumachen und Kinder lieben das ja trotzdem, aber halt alle Altgebackenen sagen, der alte Flair ist weg. Und da ist halt ja immer eine Requisite und sagt, guck mal, ich packe hier noch was Süßes hin. Ja. Und damals haben sie halt alles so gelassen, weil Peter da gelebt hat und somit sah es halt auch ganz normal aus. Der hatte halt da seine Kernseife und seinen Schubber und so, weil er das halt auch genutzt hat. Und er hat dann immer irgendwie an seinem Bett schön, so komisches... Schön, die benutzen Taschentücher in der Ecke. Der hatte dann immer so eine komische, so ein paar Pflanzen und da hat er dann halt irgendwie von der Decke so einen kleinen Nagel reingehauen und so einen Faden runter, um die Pflanze dann halt da zu führen. Und an den Faden hat er dann auch immer seine alte kleine Brille, die dann halt diesen Bogen unter die Ohren hatte, dieses noch ganz einfache Gestell, hatte da auch immer so mit so einer geilen Technik in den Faden reingeknotet und das waren halt immer so Details zu sein, das konnten sie sich gar nicht überlegen, weil er es halt wirklich gemacht hat und dann halt auch mit seiner Sonnenterrasse seinen Weg da halt über diese Stuhltreppe aufs Dach, wo er dann halt oben immer dann gefrühstückt hat oder direkt vor Haustür vorne und dann, oh, das ist schon, also weil einerseits ist es halt vom Platz her reduziert, aber andererseits fühlt es sich so für mich so wahnsinnig viel an, was der hat, weil der halt gezwungen war, halt immer rauszugehen. Und das mag ich halt auch, also gerade ein bisschen schwierig, weil ich halt Temperatur, das ist halt so ganz rohe Hitze, ist nicht so geil wie ganz kalt für mich. Aber da wir halt auch durch ein Training eigentlich ständig draußen sind, also wir trainieren ja, wenn wir zusammen trainieren, nie halt drinnen. Und das finde ich halt auch irgendwie geil, dass du halt dann das drinne halt auch so reduziert nutzt für das, was du wirklich brauchst. Mhm. Also schön wäre es halt echt, wenn ich so ein paar Quadratmeter hätte, um halt irgendwie zu trainieren, aber ich brauche echt nicht viel, weil du brauchst, das merkst du ja, wenn wir halt mal unterwegs sind in Hotels oder sowas, dass du merkst, wenn du halt irgendwie 2 Meter mal 1,50 hast, reicht aus und ich kann komplett trainieren. So. Aber das, sowas finde ich schön. Und dann diese Figur, beziehungsweise dieser Ort war ja halt dann auch Bärstedt, der war immer relativ schnell an einer Großstadt dran. Und das, dass man dann irgendwie schnell wegkommt. Aber das fände ich schon ganz gut. Ansonsten, wenn halt Tiny House überhaupt nicht funktioniert, dann muss es auf jeden Fall irgendwie kleiner werden, ruhiger werden und irgendwie so ein bisschen anders. Also, ich meine, dieses Standard Mehrfamilienhaus oder Altbau oder sowas, das ist halt so, weiß ich nicht, macht mich irgendwie so fertig.
Es gibt ja in Berlin immer so viele Kneipenfantasien von wegen, ja, 6 Leute kaufen sich ein Haus und leben dann halt irgendwie. Ja, als ewige WG. Genau. Der Traum. Und das finde ich halt auch gruselig, weil ich mir niemals vorstellen kann, dass das funktioniert. Also ja. Ich brauche schon irgendwas, was ich dann halt alleine beleben kann. Ja. 6 Leute kaufen sich ein Haus. Aber was halt auch bei den Tiny Häusern ganz oft passiert, ist, dass die halt einfach irgendwelche Campingplätze finden, wo halt Dauercamper leben und die das halt irgendwie annehmen, beziehungsweise offiziell dann halt sagen von wegen, ja, wir campen da nur, um dann halt rechtlich da nicht in eine Grauzone zu kommen, beziehungsweise halt irgendwie negativ. Da gibt es ja auch immer so geile Sachen, wo die dann eigentlich da campen sollen, aber es ist unterkellert. Ja, das habe ich dir erzählt, ne? Ja, das war, glaube ich, auch bei realer Irrsinn. Ja, wo der eine Typ da halt irgendwie einen Bauantrag gestellt hat, darf ich meinen Camper unterkellern? Ja. Nein, dürfen Sie nicht, die Spinner, dürfen Sie nicht. Das habe ich aber schon gemacht. Ja. Oder in Eigenmaßnahmen halt irgendwie mit Holzbohlen aus dem Baumarkt halt unten einfach mal ein Loch gegraben hat, das verschalt hat und dann halt irgendwie ein bisschen Bastelzement da reingegossen hat und hat sich dann so einen Keller unter seinen Camper geschraubt. Ja, aber kein ständiger Wohnsitz. Ja. Ich schieb den vor, zurück, du weißt nie, wo ich morgen wohne. Aber super, so Leute. Ja, ich, nur das Nötigste, ne? Eine 3000 Euro Einbauküche, Toilette, Wannenbad, nur das Nötigste. Also da kannst du ja nicht drin wohnen. Ne? Nee, kannst du nicht. 40 Zoll Flachbildschirm, aber nur hier für die Fußballspiele. Ja. Aber da kannst du ja nicht drin wohnen ewig. Nee, also und dann finde ich das halt auch, fände ich halt auch geil, wenn es liegt auch daran, dass ich Feuer so mag, wenn man halt so einen kleinen Kamin drin hätte. Hm. Zum Beispiel die Dinger von Tiny House Rheinau, da gibt es dann halt auch einen Kamin, der Außenluft zieht, was auch ganz wichtig ist, weil viele dann halt, wenn sie eigen irgendwas bauen, ein paar Sachen vergessen und dann im Winter immer denken, ich erstick gleich und muss Fenster aufmachen. Ja, weil halt das Feuer, was vor dir brennt, halt auch deine Luft zieht. Und das ist halt, wenn du halt einen richtigen Kaminbauer hast, der da mit am Werk ist, dann da gibt es ja immer die Frage, der kriegt das ja permanent gestellt, von wegen, kann ich da im Winter auch leben? Ist das nicht zu kalt? Und meinte, ein Holz scheit zu viel und ist eine Sauna und kriegt regelmäßig Nachrichten von irgendwelchen Spinnern, die dann halt das probiert haben. Gesagt, ich habe es nicht ganz vertraut, weil natürlich das Feuer am Anfang nicht so heiß ist wie in einer Stunde und haben es ein bisschen zu voll gemacht. Dann können sie es halt nicht rausziehen und in ihren kleinen Tiny-Haus-Boden hinschmeißen, austreten. In den Löscheimer. Ja, und dann müssen sie halt einfach dann mal 4 Stunden im Winter mit offenem Fenster halt da sitzen, weil sie einfach sonst kaputt gehen bei der Hitze. Naja. Und was habe ich letztens irgendwie, die heißen, glaube ich, Tiny House on Wheels. Ich weiß nicht, wie die, also es sind dann meist immer irgendwelche. Das ist eine 80er-Jahre-Action-Serie. Tiny House on Wheels. Stimmt. Nee, das ist halt auch so eine deutsche Firma, die noch gar nicht so lange existiert. Und es ist eine der wenigen, die halt das Grundgerüst nicht aus reinem Holz, sondern halt mit Stahlrahmen halt baut. Ah, das ist erzählt, ja. Genau, weil die ja halt auch, also die denken daran, von wegen, wenn wir es öfters bewegen, ist das natürlich die größte Gefahr bei dem ganzen Zug, wenn du es halt auf der Straße hast. Wenn du halt hinter dir halt ein reines Holzding hast und dann eine Vollbremsung irgendwas, das Ding faltet und bricht sich zusammen weg. Naja, da müssen schon so physikalische Kräfte drauf wirken, die halt schon krass sind. Aber klar, also beim direkten Unfall ist halt hinter dir ein Stahlgerüst 1000-mal sicherer als hinter dir ein Holzgerüst. Und dann ist es halt auch noch so eine Punkte wie, es gibt nicht viele Versicherungen, genauso wie wenig Banken. Also ich glaube, die GS Bank ist eine, die so ökologisch nachhaltige Projekte halt gerne unterstützt, die dann halt irgendwie dir einen Kredit gewähren für Tiny-Ausbauten. Mhm. Und dann schließen manche halt auch noch Versicherungen ab, die gar nicht mal so doof sind, weil was ist, wenn du halt irgendwo stehst, da ist halt ein Baum, kleiner Sturm und dann knallt der halt der Baum aufs Dach, dann war es das, das faltet dein Haus zusammen. So. Gibt's ja in Deutschland nicht. Genau. So fiese Stürme gibt's hier nicht. Und da ist zum Beispiel halt ein Stahlgerüst auch nicht schlecht. So. Dann ist die Chance halt hoch, dass du halt nicht danach halt einfach erstmal 3 Monate im Zelt pennst oder so. Oder 3 Monate mit einem Ast im Bauch verbringen. Diese alten Geschichten. Ja. Die Extremvariante ja von den Minimalisten sind ja halt dann die irgendwie im Camper wohnen oder sowas. Oder beziehungsweise im ausgebauten T4 oder so. Und denkst, das ist geil. Also ich habe letztens so einen Bericht gesehen von so einem Fotografen in Deutschland, der halt sich so reduziert hat, der lebt halt nur in so einer, also ich weiß nicht, ob so ein Modell war, aber es halt, das Modell war, aber es war so die Größe vom Passat-Kombi. Und der hat halt einfach nur hinten so eine Matte, dann hat er sich so ein bisschen aus Holz so eine Art Schreibtisch gebaut, wo er dann hinten sitzen kann.
und weil er halt alleine ist und hat halt irgendwie Mitgliedsverträgen in allen großen Fitnesscentern und sonst was, dass er halt morgens überall, wenn er halt unterwegs ist in Deutschland, halt duschen kann. Und unterm Strich kommt es halt immer noch tausendmal günstiger als seine alte Wohnung mit Strom und Dafür Wasser. Dafür ist und der Urban Sports Club perfekt, irgendwo zu duschen. Ja, bestimmt. Ja, und der meint, das ist halt, also das ist halt sein Leben. Und ich denke mal, das ist halt, das sind dann alles Phasen oder oft sind es Phasen, weil wenn man Partnerschaften eingeht, geht man ja auch Kompromisse ein. Und wenn man dann halt größer, also vielleicht dann zu zweit länger oder vielleicht zu dritt. Kompromisse wie einmal alle drei Tage zu duschen. Ich weiß nicht, ob das drauf war eben, aber irgendjemand hat hier richtig gelacht. Wahrscheinlich jemand, der sich hier eine Wohnung ansieht und den Preis gehört hat. Ja, richtig gelacht. Was. Naja, so FDP, richtig gelacht. Ja, ja. Ja, das fände ich spannend. Aber du würdest auf jeden Fall, bei Kohle würdest du eine dickere Wohnung oder ein Haus wahrscheinlich haben wollen. Ach, ein Haus ist halt immer mit der Lage so. Ich bin ja nicht so ein Speckgürtel-Mensch. Da bin ich ja groß geworden. Könnte ich ja kotzen. Deswegen Spandau ist, du warst Spandauer Rand. Also was, ja, genau. Okay. Spandau hat theoretisch eine eigene Innenstadt, aber es ist halt... Und eine wunderschöne Altstadt, heißt es. Ja, das ist die Altstadt, ja. Ach, die Innenstadt ist die Altstadt. Also ich sag mal so, die war mal hübsch, aber... 1834. Nee, schon noch in den 90ern. Das Problem ist halt ein bisschen, dass sie halt so eine Arkadenanlage direkt daneben aufgebaut haben. Und dann kannst du dir vorstellen, was der ganze Einzelhandel gemacht hat. Weg. Ja, und da waren in der Innenstadt halt nur noch C&A, Woolworth, Brennigmeier und Hertie, also Karstadt dann später. Ah, okay. Das waren halt die drei großen Kaufhäuser in der... Woolworth ist Amerika, oder? Ich glaube, ja. Ja, aber halt, also, das Ramschkaufhaus. Ja. Die waren halt noch da und ansonsten in den ganzen anderen, der ganze andere kleine Einzelhandel ist halt raus, weil alle Leute nur noch in die Arkaden gerannt sind. Also auch gerade die mal kurz am Bahnhof fahren, spannen heute den letzten Fernbahnhof, wenn du zu Westen rausfährst. Und sonst sind Leute ein bisschen durch die Altstadt gegangen, jetzt sind die halt einfach schnell in die Arkaden, die halt aussehen wie jede andere Mall auch. Okay. Und dann für die Altstadt waren halt nur noch so 1-Euro-Läden da. Und das macht es halt deutlich weniger attraktiv. Und es gibt halt so ein schönes, es gab so ein schönes altes französisches Restaurant in Spandau, wo Napoleon gegessen hatte. Ist also, ja, Spandau ist ja dafür bekannt, so die größte Sehenswürdigkeit ist diese Konzerthalle da, die Zitadelle. So eine alte Burgfeste und das war die letzte deutsche Festung, die sich Napoleon ergeben hat. Da stecken auch heute noch ein paar Kanonenkugeln drin, in der Kirche auch in Spandau. Und deswegen, in diesem Restaurant hatte Napoleon gegessen und die sind pleite gegangen. Und jetzt gibt es halt noch Burger King und McDonald's und ein Multiplex-Kino. Hat er da auch gegessen? Im Multiplex-Kino, ja. Ich glaube, er hat sich Austin Powers 2 angesehen. Crazy, fast bester Film. Fast. Naja, aber ich meine, das hat halt die Altstadt schon leiden lassen. Ansonsten ist sie halt ganz hübsch, weil so, wie man es aus kleineren deutschen Städten gewohnt ist, halt so niedrige Altbauten mit zwei oder drei Etagen hat. Und dann gibt es halt so ein kleines Museum, was auch ganz schön ist, mit einem gotischen Haus, mit so einem mit Überbleibseln aus dem 9. Jahrhundert oder so. Ja, aber ansonsten, je weiter man dann rausfährt, desto kleinstädtischer wird es dann. Mhm. Da, wo ich groß geworden bin, sieht es aus wie in Bochum, aber ein bisschen grüner, weil es am Wald ist. Also wenn Bochum am Wald läge. Mhm. So ungefähr. Ja, und was ist mit einer anderen, Stadt oder mit einem anderen Land? Wenn das Geld da ist, ja. Kann ich mir vorstellen, ja. England? England oder Estland. Estland. Irgendwo, wo es kalt und regnerisch ist. Ja, Schottland ja auch nicht verkehrt. Ja, genau. Ich sag mal Großbritannien. Also Irland kann ich mir auch vorstellen. Ja. Alles außer Wales. Because fuck Wales. Was ist denn nur Wales? Ja, nichts. Nichts. Schilf. Schilf und Schafe. Das, was Waliser lieben. Und eine allererste Kindheitserinnerung ist all Wales. Wales. Zeig mal an der Puppe, wo das Schaf dich angefasst hat. Oh, die Orkney-Inseln, würden wir auch mal gerne hin. Oder die Scilly-Inseln. Also eine kleine Inselgruppe, die bekannt sind dafür, dass sie die kleinste Fußballliga der Welt haben. Eine Liga mit zwei Vereinen, die jedes Wochenende gegeneinander spielen auf demselben Sportplatz. Und zum Auftakt der Liga werden dann im Pub die Mannschaften gewählt wie beim Schulsport. damit es halt fair zugeht. Apropos Pub, wir haben noch was vor. Ja? Jetzt? Nein, aber wir haben doch nochmal einen Pub-Abend vor. I don't know. Pub? Zum Beispiel in die Bitcoin-Bar. Ja. Da ist das Bier gerade richtig günstig, habe ich gehört.
Ja. Was mit Tallinn? Tallinn, ja, ich meinte ja Estland. Ach so, ich meine ja, aber... Ist ja die Frage, ob der Russe jetzt bald da ist. Aber. Ja, aber ich dachte jetzt, weil Estland, dachte ich, klang so wie, dass du das ganze... Aber das sind da... Na, Estland, schon Estland ist ja nicht so groß und Estland ist, glaube ich, mit 3/4 Waldfläche bedeckt oder so. Was ist Island? Island? Ja, zusammen mit den ganzen anderen Strongmen. Mit den anderen Strongmen. ja, aber die essen dann aber ein bisschen mehr Fleisch am Tag, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen. Also du musst mir ja Bison anpacken. Ey. Kann ich einpacken. Ja, Bison, ne? Wenn du aussehen willst, ein Bison musst du. Oh, das tut mir total leid. Wir haben letztes Mal irgendwie beide Brain and Gain empfohlen. Und dann habe ich die letzte Folge gesehen und die war halt nur Murat und das war halt nur Scheiße. Das ist nur ein Aussetzer. Das tut uns leid. Das wird Murat sicherlich auch leid tun. Tim Wiese hatte wahrscheinlich gerade was anderes zu tun. Ja. Oh, diese Promotion mit Axgold. Oh, um Himmel. Ich konnte es nicht sehen. Ja, ich habe wirklich. Ich konnte es nicht sehen. Mit Tim Gabel. Oh. Ja. Unangenehmes Gesicht. Nee. Ja. Oh, also. Nee. Ja, wir hatten ja gar keinen richtigen Sommer dieses Jahr. Gar keinen. Ist so eklig. Sommer. Ich glaube, ich muss alles hier voll. Cool. Ich hänge den Stuhl kurz raus zum Trocknen. Willst du eigentlich nochmal mit Tieren leben? Du hast ja lange mit Katzen gelebt. Ja. Wäre da nochmal so Katzengang am Start? Ja. Aber da wurde wahrscheinlich totale, also selbst, also absolute Kontrolle selber du hast. Also oder die Katzen absolute Kontrolle über mich haben. Nee, das ist ja dann die Folge. Dass du das Gefühl hast, du wärst. Ja, doch, irgendwie, wenn ich ein bisschen älter bin, kann ich mir das schon gut vorstellen, nochmal mit 18 Katzen zusammenzuleben und jeden Tag eine Flasche Rotwein zu trinken, wie die Katzenlady bei den Simpsons. Ah. Das erinnert mich ein bisschen an Louis de Finney und seine außerirdischen Kohlköppe, wo sie den Muschi-Paul hatten, den alten Kater, wo dann halt. Ja. Als der Außerirdische sie dann mitgenommen hat nach Oxo und dann hat er doch irgendwie gesagt von wegen, ja, wir nehmen den Buckligen mit, aber wir nehmen nur den Buckligen mit, wenn wir auch den Muschi-Paul mitnehmen. Und zum Schluss sitzen doch alle im Raumschiff, der Bucklige, Louis de Finet und Muschi-Paul und der Außerirdische, wie heißt denn der nochmal, weiß ich gerade nicht. Und dann das so ein süßes Bild, finde ich, dass man halt einfach... Ist das, reden sie eigentlich die ganze Zeit? Genau. Ja, okay. Auch ein super geiles Kostüm, weil es komplett so ein gelb... So ein gelber Plastikanzug. Genau, und er hat an den Ohren so eine roten Plastik, Hartplastikschalen und auf der Schulter. Mhm. Und somit kann er mit dem Kopf immer auf die Schulterblätter knallen. Auf die Schulter, Schulterblätter. Macht er immer durch Klick, 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 Klick. Ja, und das Kommunikationsding, was man später sieht, sieht halt aus wie so eine Panflöte zum Hinstellen. Mhm. Ja. Aber auch... Super, ist glaube ich, weiß nicht, danach hat er noch 2, 3 Filme gemacht, das war einer der letzten Filme, die er gemacht hat. Okay. Ja. Ach, auch schön. Aber das esst, zum Beispiel, wenn esst ich... Esst mehr Kohl. Ja. Und apropos, esst mehr Saumagen. Ach, du schreibst ja gerade dein Kochbuch, ne? Hör mir auf, ich schreibe nur über die Geschichte der Rezepte. Wie besoffen man sein muss, um das zusammenzupimmeln. Ey. Wichtiger Unterschied. Was man ja auch irgendwie nie oder selten hört, zu einem guten Rezept, brauchte man ja auch erstmal 100 schlechte. Das heißt, man hat sich irgendwie rangetastet, dass man gesagt hat von wegen, okay, weiß ich nicht, gefüllte Paprikaschoten, da haben wir lange irgendwie auch einfach nur Ziegenaugen Tomaten reingelegt. Oder Gurken zu füllen. Ja, bis wir gemerkt haben, okay, Bananen mit Ziege ist doof, aber Paprika mit Met ist gut oder so. Obwohl kann ja auch Ziegen mit sein. Ja, aber ich meine zum Beispiel der Gedanke, also ich komme ja, naja, also ländlich her auf jeden Fall als du bin ich groß geworden und 10 Minuten mit der S-Bahn von Hannover entfernt. Letta, größter, habe ich glaube schon mal erzählt. Du warst nie für mich da. Genau. Größter Rangierbahnhof Deutschlands, da ging es ab. Alle Kastortransporte bei uns. Ja, aber das wäre glaube ich auch was, wo ich... Was ich noch nie halt gemacht habe, ist halt komplett Land. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob so ganz normale Bauernding. Also ich habe immer voll Panik vor, ich denke immer Natur schön, aber ich habe immer totale Panik vor, weil alles ist reduziert und du kriegst das Konzentrat komplett ab. Panik vor halt irgendwelchen dümmlichen politischen Einstellungen. Ich glaube, das ist auch die Menschen würde. Da. Jeder meint ja dann, er muss alles über dich wissen. Und, ja. Und, die Dorfgeklüngelei. Das ne? Und wenn du nicht in dem und den Verein bist, dann bist du durch so.
Und also was ich wiederum spannend fand, dass als ich halt letztes Jahr auf Langenes auf einer Hallig war, wo dann echt nur die einzelnen Warften oder Warfen, je nach Hallig, waren und du hast halt überschaubar auf der größten Hallig da halt irgendwie 80 Menschen wohnen. Und das Krasse ist, und die sind so eigenbrötlerisch, hat dann halt auch der ehemalige Kapitän Peter Heinsen oder sowas mir erzählt. Natürlich. Ja, also ehrlich. Peter so. Heinsen. Und ehemaliger Kapitän. Und er meinte halt von wegen, dass man auch irgendwie manchmal wochenlang die Nachbarn quasi von anderen Warfen nicht sieht, weil das sind ja wie einzelne kleine Inseln schon für sich. Und wenn dann halt einfach mal Hochwassersaison ist, dann ist halt auch, ist auch immer Zappenduß, dann braucht man halt auch nicht die anderen sehen. Und somit sind die alle so für sich. Er meint, das Schwierige ist halt einfach, wenn jetzt der Trend so dahin geht, dass halt irgendwelche Warfen halt tot sind und sich dann irgendwelche Medienharris da aus Hamburg mal aus Gag so 2-3 Häuser auf eine Warf holen. Und da hatten die dann halt öfter mal halt Unfälle, dass die halt Lore, das sind ja diese kleinen, selbstgebastelten Fahrzeuge auf Schienen, die dann halt die einzelnen Halligen miteinander verbinden und die sind halt nur One-Track-Passes, also hast halt nur eine Richtung, ja. Beziehungsweise zwei Richtungen, aber ja. Eine Schiene. Und dann gibt es halt einfach ganz normale Regeln und Lichtsignale, woran man sich hält. Und wenn dann halt jemand da halt irgendwie sich ein geiles Ding umbaut mit geilen Subwoofer, bla, und einen Grill oben drauf und Hacke das Ding fährt. Und die können dann schon 50, glaube ich, oder 60 fahren. Also echt schon Geschwindigkeit, weil du sitzt ja halt drauf wie auf einem Schleudersitz, wie auf einer Bank sitzt du da drauf ohne Lehne. Kennt man auch aus Donkey Kong Country? Ja, beziehungsweise das sind ja die, wie heißen die Dinger? Minenloren. Nein, die ersetzen eine Lore. Ach so, richtige Lore, okay. Keine Draisine. Okay, Draisine, genau. Und da gab es dann halt wohl, seitdem halt dieser Boom ist, dass sich halt irgendwelche krass reichen Haris, diese Dinger halt immer mehr Unfälle, weil die halt dann zusammenprallen. Und dann ist auch, muss auch schlimm sein. Aber an sich fand ich das echt gut, dass du das Gefühl hast, so, weil das Meer halt auch einfach so eine brutale Weite gibt und du das Gefühl hast, du bist dann auf einer, bist auf einem anderen Planeten und du bist ja echt nur mit so 5 Leuten da. Und das ist ja nicht Dorf, sondern das ist dann echt. Ja. Ist ja wahrscheinlich auch nur so partiell, dass man sagt, irgendwann kriegst du auch einen Knall. Also, wenn ich ja vorhin gesagt habe, dieser Gedanke mit dem Peter Lustig-Häuschen, der ja auch zum Schluss dann an der Küste ein Leuchtturm bewohnt hat. Und dann man vorstellt, dass man halt regelmäßig halt dann irgendwo halt hin muss zum Dreh und da kann es ja dann halt auch wild sein und dann immer wieder diese klassische, so von wegen diese Oase, dieser ruhige Fleck zu Hause, wo du dich dann wieder entspannen kannst. Also diese Dualität, das fände ich halt dann schon, glaube ich, echt gut. Ich glaube, eine Richtung kriege ich halt nicht hin dauerhaft, aber ja. Ja. Ich kann jetzt zum Abschluss noch eine Geschichte, die nichts damit zu tun hat, erzählen. Ja, das wäre schön. Wir sind bei 1,16. Den interessiert nochmal um. Naja, ja. Wir wurden ja schon mehrfach hops genommen von der Wasserschutzpolizei. Beim Einsteigen. Möwe 14 an Möwe 2. Für ich sehe sie. Für absolute Nichtigkeiten und gestern. Für Nüsse. Ja. Du erinnerst dich an dieses kleine Schiffchen, was da vor den Treptowers liegt. Dieses verlassene Ding, wo ihr von der. Wo wir schon. Vom Mast. Schon mal. Vordermast runtergeklettert sind, genau. Ja, kleines Schiffchen. Naja, ja. Das ist doch schon zur Hälfte unter Wasser, Boot oder nicht? Ja, naja, es ist noch wassertüchtig. Naja, auf jeden Fall war da gestern eine Party drauf. So ein und cooler, dann, illegaler Rave oder was? Ja, so lauter Gentrifizierungskinder. Cool. Und dann kam die Polizei mit dem Boot an, so, ja, hier, die Party ist vorbei. Ich dachte, geil, das gucke ich mir jetzt mal an. Du warst gestern, da, bist ich war, du da rumgelaufen? Ich war auf der Mediaspray-Seite. So weit hast du es gehört? Oder? Im Podcast gehört, ja, über das Wasser schallt es ja ganz gut, unbedingt mit dem Lautsprecher. Okay. Ja, mit dem Megafon. Da rumrufen. Und dachte ich, ja geil, jetzt sehe ich mir an, wie sie hier die einen nach dem anderen hops nehmen und ihnen Strafe. Nichts. Die haben nur gesagt, Party ist aufgelöst und sind weitergefahren und haben dann kurz noch aus der Distanz gesehen, wie alle da langsam runter sind. Nichts. Wow. Absoluter Bullshit. Da möchte ich bitte was haben wir immer bezahlt, so 40 Euro oder so durch die Gruppe. Krass, für echt? Dafür, dass wir uns an einer gelben Leiter festgemacht haben. Und die besetzen da dieses Boot und machen da eine illegale Party und nicht mehr irgendwie die Veranstalter irgendwie. Und weil wir zwischen zwei Vogelinseln durchgepimmelt sind. Ja. Dafür. Ja. Und da. Nur weil wir leichte Beute waren, das einfach mit uns haben machen lassen. Und das da was war. Was hätten wir machen sollen? Ja, aber da war schnell doch, weg. Aber da war doch auch garantiert die Sache. Dass sie keinen Bock hatten, dafür jeden Papierkram auszufüllen. Ja. Weil da waren 40 Leute oder so drauf. Ja.
Ja. Absoluter Scheiß. Du hast, Alter, melde dich jetzt gleich Beispiele der Dienstaufsicht. Ja. Ja. Ach, das ist naja, Bullshit. Oh Gott, ich bin so fertig. Wir sind alle völlig fertig. Also, wenn ihr noch nicht ganz fertig seid, dann hey, abonniert uns doch als Fürnüsse mit Dirk und Klaus bei, jetzt habe ich es gelernt, iTunes in der Podcast-App, wenn ihr ein Apple-Gerät habt. Wenn nicht, dann könnt ihr zu Podcast-Addict oder Stitcher oder Grindr. Oder? Dirk 2000. Ja, oder auf YouTube. Dirk und Klaus haben den Kanal Fürnüsse mit Dirk und Klaus. wie der Name schon sagt. Ja. Außerdem findet ihr uns auf Twitter als @fürnüssepod. Ja, oder schreibt uns einfach eine neckische Nachricht. Für Nüsse. Unter der Chiffre. gmail.com. Genau, und unsere Website findet ihr als fürnüssepod.com. Da sind auch alle Folgen drauf und ein paar Bilder und noch die ganzen Kontaktdaten, wenn ihr es nicht wisst. Es steht aber auch alles in der Folgenbeschreibung, wenn ihr es auf den Apps habt. Und in der Videobeschreibung müsste es, glaube ich, auch dran sein. Ja. Das ist immer die feste Fußnote. Also ihr, Freunde, ihr findet uns schon. Sag mal, Klaus, du hast doch schon mal auf dem Boden gepennt, hast du gesagt. Ne? Ja. Hast du schon länger auf dem Boden mal gepennt? 8 Stunden, oder was meinst du? Das sind mehrere Nächte hintereinander. So. Nee, ich mach's. Ich mach's, wenn dann immer nur mal eine Nacht, wo ich merke, mein Rücken verträgt gerade die Matratze nicht. Aber dann pennst du dir, aber ich meine, du hast ja auch eine ziemlich weiche Matratze, ne? Ja. Oder ist es das Lattenrost, was so weich ist? Weil ich penne jetzt seit 1,5 Wochen. Ja. Ich glaube, es sind 1,5 Wochen auf dem Boden. Und ich gehe nicht mehr zurück auf das komische, scheißweiche Bett. Schon wieder was, auf das du im Tiny House verzichten kannst, im Bett. Naja, ich meine, meistens ja in dem Loft eh, dass sie dann halt oben zwar schick mit Matratze zur Belüftung, mit Lattenrost zur Belüftung und dann haben die halt dann oben schon dann ihr Bettchen bla. Aber es gibt halt auch so Hardcore-Freaks, die dann halt nur diese, wie heißen diese China-Rollenmatten da, die richtig teuer sind, also wenn die guten holst. Okay. Wie heißen die? Du meinst nicht Tatami, oder? Ich glaube irgendwie. Japanische Reisstrommatten. Oder japanisch, ja. Ja. Ja, genau. Die also auch aber, so, die beim Judo oder so unterlegst. Ja. Aber die sind halt, gut. Ja, aber ich meine, die sind ja traditionell wirklich zur Meditation oder teilweise in den Häusern halt auch im Schlaf. Halt zum Kampfsport, genau. In Japan werden Wohnungsgrößen in Tatami angegeben. In Mattengröße. Ja. Wie groß ist eine Matte? 2x1,40 oder was? Ich glaube 1x2 Meter. Plus minus. 1x2 Meter? Das ist ja wie eine Isomatte zum Zelten. Hm? Okay. Oder kleiner. Ich gedacht habe. Nee, wahrscheinlich eher schmaler. Wahrscheinlich eher so 1,60 mal 80 oder so. Aber irgendwie so, das sind rechteckige Größen. Ich sehe gerade dein Bettgestell, geil. Das ist ja auch, wann war das denn cool? Das war nie cool, das war billig. Ach ja, so kommen wir durchs Leben. Ey. Naja. Nicht cool, aber billig. Das ist unser neuer Podcast. Ich habe dieses alte Noresund, was ich auch nicht mehr sehen kann. Ach stimmt, ja das ist quasi die billigere Variante von dem Noresund, die einfach nur... Die billige Variante? Ja. Die hat nur. Das Noresund war ja schon nicht Winkel. So teuer. Ja, dann kannst du dir vorstellen, wie teuer das war. Du hast wahrscheinlich 20 noch gekriegt, als du es aus IKEA genommen hast. Oh Gott, ja, hier Lagerraum. Ich schätze, nee, Lattenrost ist das teuerste im ganzen Leben. Nee, die Matratze, tatsächlich. Die Matratze ist ziemlich teuer. Auch, auch irrsinnig teuer. Ja. Wann hast du die geholt? 2014? 2013 oder 2014? Ist das so eine. Dieses Bettenkartell-Ding? In die Kartell? Nee, die ist auch von IKEA. Aber die gehört zu den teureren. Die hat irgendwie 500 oder 600 Euro gekostet. Ach du Scheiße. Ja. Ehrlich? Ja. Aber ich dachte, ich wollte mal wirklich eine harte haben, die, aber die ist doch nicht für hart, Bauchschläfer die ist gemacht weich. Ist. Ja, weil ich inzwischen durchgelegen habe, weil ich fett bin. Willst du das damit andeuten? Ich fett bin? Nein, du bist schwer nicht fett. Unglaublich. Du hast halt, höhere Dichte als andere. Du bist wie ein schwarzes Loch. Von Kalkutta. Drauf gewartet. Schön. Ja. Okay, weil immer wenn wir hier irgendwie Golf spielen oder sowas und dann betrunken sind, dann fallen wir mal auf sein Bett drauf. Und ich denke jedes Mal, Alter, was für eine alte Knutschkohle. Das war übrigens auch ein Grund dafür, dass ich mir überlegt habe, da einen Schreibtisch hinzustellen und das Bett in ein anderes Zimmer. Wenn ich euch, irgendwer haut dann auf den Schreibtisch euch rum. Penner nicht mehr ständig auf meinem Bett rumliegen habe. Ach ey, ich kann mich erinnern, was war das? Ich glaube, das letzte Feuerzeichen wohl, hast du irgendwie so einen Liebestrank genommen. Da warst du so touchy, hast auf jeden gekuschelt und gelegen. Das war die vorletzte Feuerzeichen. Vorletzte. Ja. Und dann war auch auf deinem... Da habe ich neulich auch ein Foto gesehen. Wie zu dritt auf deinem Bett gelegen und da habe ich im Nachhinein auch gedacht, was hat der denn für einen Kuschelbedarf gehabt an dem Tag? Ey? Ach, so ein bisschen Rotwein und rum manchmal? Ja. Gut. Damit. Vergesst nicht bei mir, ne? Dirk 2000 bei Grindr. Ja, und. Ja.